Wir spielen Park Beyond, ein Spiel, was so ein bisschen Richtung Rollercoaster Tycoon geht, aber auf der anderen Seite ist es mit viel verrückteren und durcheinander getriebenen Bahnen und ich freue mich schon sehr, unsere Besucher ein wenig durch die Welt zu katapultieren und das Ganze werden wir machen mit einer Kampagne in der Closed Beta. Vielen Dank an Bandai Namco, die uns hier dieses Spiel als Key zur Verfügung gestellt haben. Es kommt raus Anfang Juni und ich freue mich schon sehr drauf und freue mich vor allem drauf, mit euch jetzt hier reinzustarten. Wir wachen auf Park Beyond. Ein wunderschöner Park, wo ein Riesenrad nicht nur ein Riesenrad ist, wo eine Achterbahn nicht einfach eine Achterbahn ist. Dieses Spiel bietet uns die womöglich atemberaubendsten Attraktionen an. Wir bauen einen Freizeitpark nach unseren Träumen. Wir bauen einen Freizeitpark, wie wir ihn uns wahrscheinlich nur als Kind hätten vorstellen können. Wir bauen einen Freizeitpark, der richtig verrückt ist. Mit den verrücktesten Attraktionen. Und wir bauen diesen Freizeitpark mit ganz viel Freude. Wir bauen diesen Freizeitpark. Noch nicht, denn wir stehen erstmal auf. Ich hasse Wecker. Oh, weg damit. Ja, mach ihn aus, ganz schnell. 10.32 Uhr, mitten in der Nacht. Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, der Stream ging doch bis 3 Uhr. Nur 7,5 Stunden Schlaf. Oh Mann. Oh, es ist noch früh morgens hier. Was haben wir denn hier? Ein paar Pläne haben wir uns erarbeitet. Denn wir sind ein Meisterarchitekt. Und da sehen wir, was wir bereits alles erfunden haben. Und so ein Kaboom muss natürlich auch noch mit reingezeichnet werden. Ja, wie man einen Flieger baut aus dem Papier, der nicht weit fliegt, das habe ich in der Schule gelernt. Doch die große Frage ist, wie weit kommt ein Flieger eines Architekten? Und wird vielleicht das Glück uns hold sein? Also ein Plot-Twist nach dem anderen hier. Ich weiß gar nicht, wie ich das kommentieren soll. Sie findet auf jeden Fall unseren Flieger. Und sie denkt sich, ich schmeiß ihn direkt wieder weg. Die Pläne darauf waren echt schlecht. Ich schmeiß ihn direkt wieder weg. So. So muss es sein. Ziele. Wir sehen unsere aktuellen Ziele hier unten rechts. Übrigens, das hier ist ein Spiel, welches erst in einem Monat rauskommt. Das bedeutet, es kann vielleicht später noch weiter vertont sein. Das könnte hier alles noch anders gestaltet sein. Und es könnten Bugs auftreten, die im Hauptspiel später nicht auftreten. Nur nochmal als Disclaimer vorweg, das ist sehr, sehr wichtig. Such das orangene Schienensymbol beim linken Gebäude und baue eine Achterbahnschiene zum Papierflieger. Natürlich machen wir das. Das ist nicht das, was ich erwartet hatte, als ich das Spiel hier starten wollte. Aber wir bauen mal eine Achterbahnstrecke zum Papierflieger. Natürlich machen wir das. Und jetzt werden wir hier eingeweiht in die Grundlagen des Achterbahnbauens. Okay, Streckenabschnitte werden gebaut. Und wir können den Gleisplatzierungsmodus jederzeit verlassen. Dann können wir bestimmte Segmente auch wieder löschen, falls wir sagen, das passt nicht. Okay, alles klar. Und können das mit der Entferntaste entfernen. Okay, alles klar. Dann können wir das Ganze auch noch hoch machen, hoch und runter. Wie geht das? Shift-Taste links. Ah, wir bleiben erstmal hier unten. Fahren hier erstmal ein bisschen weiter. Aber jetzt müssen wir natürlich hochgehen, oder? Oder müssen wir bis hier rauf fahren? Fahren wir bis hier rauf. Und jetzt müssen wir dem Papierflieger hinterher. Okay, es ist noch alles Tutorial-artig. Wir fliegen einfach hinterher. Das hat geklappt.
Okay, man kann auch eine Kurve bauen, das ist klar. Man kann die Neigung anpassen mit R und begradigen mit F. Das schauen wir uns gleich alles an. Aber die Art und Weise, wie das hier gebaut wird, ist sehr intuitiv, muss ich sagen. Ihr seht das ja. Das ist extrem intuitiv gemacht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hallo, Lady. Wie geht's Ihnen heute? Gut gemacht. Ich würde sagen, es ist Zeit, sich vorzustellen. Hallo, Blaze. Ich bin Blaze. Blaze Ultra. Ich weiß, klingt komisch. Ultra ist nicht mein Geburtsname. Das war Megatronic. Megatronic, ja, weiß ich ja. Soll ich dich Blaze nennen oder Megatronic? Was ist dir lieber, Blaze? Sehr schön, dass das schon synchronisiert ist. Jetzt auch schon in der Close Beta. Niemals hießen deine Eltern Megatronic. Wir müssen auch mal ein bisschen schnippisch sein. Also wenn sie uns so kommt mit ich bin was Besonderes, dann muss sie es uns auch beweisen. Deshalb wollen wir ein bisschen schnippisch und sagen, niemals hießen deine Eltern Megatronic. Ich muss mir kein Zeug ausdenken. Mein Leben ist verrückt genug. Ich wurde in einem Segelflieger zwischen Cincinnati und Bowling Green geboren. Der Bundesstaat Kentucky hat keine Namensgebungsgesetze. Man kann Kindern jeden Namen geben. Mom und Dad, Gott segne sie, haben gelost, indem sie alle Ideen in einen Hut geworfen haben. Fast hätten sie das Etikett gezogen und mich nur zur Handwäsche genannt. Ich mache ja viel Wildes und Irres Zeug. Aber so etwas Abgefahrenes wie deine Achterbahnentwürfe habe ich noch nie gesehen. Und es gefällt mir. Weißt du, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr finde ich, wir sind uns nicht zufällig begegnet. Ich meine, Zufälle gibt es ständig. Aber die machen mehr Spaß, wenn man so tut, als würden sie was bedeuten. Ich sag dir was. Du bist jetzt Assistent. Phil Bailey wollte, dass ich die von Cloudstormer entwickelten Achterbahnmodule teste. Aber er hat nicht gesagt, wie ich es machen soll. Du hast von Cloudstormer gehört, oder? Super Firma. In letzter Zeit läuft es nicht so gut. Aber jemand mit deiner Vision muss Hammer-Ideen haben, wie man das Beste aus Phils Entwürfen rausholt. Habe ich recht? Guck nicht so, als hättest du eine Wahl. Du weißt, dass es passiert. Schauen wir mal, was du mit einem ordentlichen Achterbahnsatz hinkriegst. Dann schauen wir uns das an. Blaze, ich bin hyped. Ich bin vor allem hyped, dass dein Name gewürfelt wurde. Los geht's, wir gehen direkt rein. Wir gehen direkt rein. Blaze, zeig mir, wo die Achterbahn hingeht. Also, wir sollen hier weitermachen. Machen wir gerne. Wo möchtest du denn hin? Haben wir die Zielmarke bereits? Baue eine Strecke zum Papierflieger. Sehen wir den Papierflieger gerade? Bin ich blind? Ach, hier vorne. Ich bin anscheinend sehr blind. Okay, alles klar. Dann machen wir das. Bitteschön. Und wir können eine Schiene auf das Gebäude rauflegen. Alles klar, machen wir. Ohne ausreichend Schwung werden es die Wagen nicht nach ganz oben schaffen. Du kannst Wagen über Schienen mit Kettenliften nach oben ziehen. Das ist cool. Das ist cool. Das heißt, wir bauen jetzt hier einen Kettenlift. Weil wir den Schwung ja rausgenommen haben. Hierhin. Und dann gehen wir mit dem normalen Gleis weiter. Also die Bauart, ihr könnt das nur so halbwegs miterleben, die ist extremst intuitiv. Das ist richtig schön gemacht. Also die Bauart ist wirklich gut. Da brauchen wir wieder einen Kettenlift, weil wir haben ja keinen Schwung. Aber bis dahin. Und dann gehen wir gleich zum Gleis rüber. Wir haben es, glaube ich, noch nicht geschafft. Und okay. Wir machen gleich eine Testfahrt. Da habe ich Spaß dran. Hoffentlich können wir selber einsteigen. Das wäre so cool. Und wenn er kaputt geht, dann ist er kaputt. Okay. Gut, dann sagen wir mal Mitfahrkamera. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen ihn erstmal zurücksetzen und dann in die Mitfahrkamera. Okay. Da geht's los. Hui! Und die Musik, sie ist richtig gut drauf. Und eine Rechtskurve, Linkskurve, mir wird ein bisschen schlecht. Aber es geht noch, es geht noch. Oh, der Schwung ist wirklich raus. Hätten wir jetzt einen guten Architekten, hätte der jetzt hier Kettenlifte gemacht. Und das hat er auch. Es ist sehr langsam. Ich hoffe, es gibt später noch Boost-Sachen.
Es ist sehr, sehr langsam. Aber egal. Wir lernen es gerade erst. Wir werden später noch richtig spannende Achterbahnen bauen. Hui. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Hui. Hat geklappt, oder? Vielleicht fahren wir wieder zurück, aber es ist ja, also, hat ja niemand gesagt, dass wir ankommen müssen, oder? Also, dass man hier wieder aussteigen muss. Okay, wir gehen wieder raus, alles klar. Ach, wie schön. Also stirbt niemand, das ist schon mal sehr wichtig. Aber jetzt geht's hier richtig ab. Jetzt wird's doch großartig. Guck mal, wir bauen jetzt, obwohl wir im Tutorial sind, bauen wir jetzt mal was Cooles. Wir bauen hier mal schön so eine Schnecke. Eine schöne Schnecke bauen wir. Wie man im Fachjargon sagt. Und jetzt geht's hier hoch, nicht wahr? Brauchen wir wieder Kettenlifte? Ja. Wir brauchen wieder Kettenlifte. Jetzt können wir hier die Neigung anpassen. Also es ist wirklich cool. Es gefällt mir alles sehr gut, muss ich sagen. Gefällt mir alles sehr, sehr gut. So ist die Neigung. Ja, Kettenlift ist okay. Die Neigung kann sich jetzt hier wieder abneigen. Und dann können wir hier wieder in die normale Ausgangsstellung rein. Sehr schön. Alles klar. Lass den Testzug das Dach des Krankenhauses erreichen. Dann sagen wir mal, wir fahren noch einmal mit. Ich habe richtig Lust mitzufahren. Und... Hui! Alle Hände hoch! Alle im Chat Hände hoch! Es geht richtig ab hier gerade. Schöne Kurve rechts, links. Das sind immer die heftigsten Kurven. Gar nicht mal so die Sachen runter, sondern diese Links-Rechts-Kurven. Und jetzt könnt ihr auch eure Teetasse rausholen. Jetzt könnt ihr wirklich erstmal ein Teechen trinken. Ihr könnt auch euer Handy rausholen, ein paar Fotos machen. Einfach mal ein paar Selfies schießen. Aber jetzt wieder ganz schnell alles wegpacken. Jetzt! Wir reden nicht darüber, ja? Wir reden nicht darüber. wir müssen das hier vielleicht als Kettenlift machen. Okay. Passt das so? Ist das jetzt ein Kettenlift? So. Eventuell müssen wir nochmal neu fahren. Aber es ist ja so adrenalingeladen, dass wir jetzt wirklich nochmal fahren können. Hui, Hände hoch! Alle Hände hoch! Hände hoch! So will ich sehen. Und schön rechts-links-Kurve. Jetzt wird es aber klappen. Jetzt wird es großartig. Ja! Und ihr macht doch ordentlich mit. Bitte Vorsicht beim Hände hochhalten in der Achterbahn. Nicht, dass wir irgendwo hängen bleiben. Ja, das wäre sehr traurig. Aber jetzt geht's wirklich gleich ab. Jetzt haben wir hier unsere neue Schikane. Und jetzt geht es runter. Hilfe! Oh Gott! Mir wird schwindelig. Naja, es wird später noch atemberaubender, glaube ich. Und jetzt werden wir hier hochgezogen. Sehr cool mit dieser Steigung. Oh, und wenn man so weit hochgezogen wird, dann hat man, glaube ich, richtig Schiss, wenn man runterfährt. Und zack, wir sind angekommen. Naja, vielleicht fliegen wir jetzt ein bisschen durch die Welt, weil wir hatten ja keinen Stopper am Ende. Aber man kann ja auch so ein bisschen durch die Welt fliegen. Wer hier hatte von euch Höhenangst? Wer von euch hat Höhenangst? Kann mir das mal jemand sagen? Also hier seht ihr, warum die Höhenangst auch berechtigt war. Sehr schön. Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt geht's hier runter. Und wir gehen natürlich so steil runter, wie es nur geht. So. Nee, das ist die Steigung. Wir wollen hier.
so ekelhaft runter, wie es nur geht. Also jetzt geht's hier wirklich so, so ekelhaft runter, wie wir es nur machen können. Schön so eine ekelhafte Schraube machen oder so. Ja. Dann nochmal hoch. Das hier wird jetzt ganz eklig. Das hier wird das Ekelhafteste, was die Leute jemals erlebt haben. Ja, meinetwegen auch das. Ich weiß zwar gerade nicht, wie ich das gemacht habe, aber wir müssen das Ekelhafte hinbekommen. Also so langsam habe ich das Gefühl, wir brauchen mehr Ekeleinheiten. Und dann kommen wir hier wieder ganz brav an. Großartig. Großartig. Ich habe Module, die aussehen wie abgelehnte Prototypen irgendeiner Stuntshow. Es sind nur eine Zirkuskanone und eine Motorradrampe. Weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Ja, hast du Kanone gesagt? Bauen wir sie in die Achterbahn ein. Ja, klar. Grandiose rein damit. Idee. Wer will nicht aus einer Kanone gefeuert werden, oder? Wobei da für mich nie genug Schießpulver im Spiel ist. Ich will, dass mir so richtig die Haare ansengen. Haare ansengen hört sich gut an. Los geht's. Ich hab die Kanone genommen. Ihr wisst ja selber, wir wollen keine Rampe, wir wollen eine Kanone. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und wir können das Kanonenmodul bauen. Und wir lassen uns einfach überraschen. Wir lassen uns einfach überraschen. Das heißt, wir gehen jetzt hier rüber. Bis hierhin. Und jetzt brauchen wir die Kanone. Da. Jetzt brauchen wir die Kanone. Und die schießt wohin? Hier aufs Dach rauf. Wir machen doch nicht das, was uns das Tutorial sagt. Aufs Dach. Und dann geht's nämlich hier runter und dann geht's nämlich hier rein in die Schikane. Jawohl. Wo sollen wir jetzt hin? Achso, der Testzug muss ankommen. Dann nochmal von vorne. Wir fahren nochmal den gesamten Weg ab. Hui! Ich finde, die Achterbahn ist echt fies, weil Leute, die hier vorne sehen, die laufen ja hier unten rum und schauen sich die Achterbahn an. Ja, was ist das für eine Achterbahn? Kann ich mich da auch mal reintrauen? Die sehen, ja, die fährt hier mit 20 km/h durch die Gegend. Das ist schon in Ordnung. So schlimm kann das nicht sein. Aber was da gleich kommen wird, das wird sie komplett aus dem Leben rausschießen. Wenn wir später Achterbahnen bauen, werden wir natürlich darauf achten, dass sie die ganze Zeit cool ist. Aber jetzt sind wir im Tutorial, da ist es jetzt in Ordnung. Dass es jetzt am Anfang ein bisschen langweiliger wird, aber jetzt! Jetzt haben wir schon mal die erste coole Möglichkeit gebaut. Ja. Und jetzt geht's hier hoch und das haben wir hier gleich noch gar nicht erlebt. Oh. Also den Weg hoch kennen wir bereits, aber noch nicht, wie es runtergeht. Oh mein Gott, das könnte jetzt... Oh, ganz ekelhaft werden. Das ist unsere Ekelschikane. Viel Spaß. Festhalten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Das war ja richtig ekelhaft. Natürlich fliegen wir hier durch. Ja. Was bedeutet... Ja, natürlich. Ja, wir fliegen wieder durch die Welt. Was bedeutet denn das, dass wir ab und zu rot waren? War das, steht rot für Gefahr? Aber das Spiel sagt, gut gemacht. Also, wir können weiterbauen. Wir sollen jetzt durch den Hof durch. Durch welchen Hof denn? Wo geht es weiter? Da hinten geht's weiter. Bau eine Strecke durch den Hof und tob dich aus. Okay, das Spiel hat gesagt, alles in Ordnung. Und wenn das Spiel sagt, alles in Ordnung, dann nehmen wir das natürlich mit. Hier springen wir durch den Donut. Der Donut wird hier komplett mitgenommen. Also der Donut ist, also ihr wisst ja alle, dass es wichtig ist.
dass wir hier durchspringen. Habt ihr doch alle dran gedacht, oder nicht? Wir alle wollen den Donut haben. Das heißt, die Kanone wird hier gebaut. Ja. Und der Donut ist ein bisschen zu tief, leider. Oder unsere Kanone zu früh. Also wir brauchen die Kanone irgendwie... Ja. Wir gehen hier nochmal einen kleinen Umweg. Das ist mir gerade wichtig. Wir wollen den Donut überqueren. Und ihr wisst selber, wie wichtig es ist, auch ein bisschen Donut manchmal in seinem Leben zu haben. Das ist zu eng. Das ist zu eng, leider. Ja, aber wir kriegen das hin. Ich bin guter Dinge. Dann ziehen wir dich hier einfach runter. Und dann wird hier nämlich gleich die Kanone rübergebaut. Ja, wir brauchen jetzt ein bisschen Augenmaß, aber das passt schon. Schaut mal. Der Donut wird gedonutet. Wenn die hier sagen, wir sollen uns kreativ ausleben, dann können die nicht von uns erwarten, dass wir nicht den Donut mitnehmen. Das kann man nicht von uns erwarten. Schaffen wir das denn hier noch, um die Ecke zu kommen oder so? Ah, das ist ganz blöd. Wir brauchen doch den Donut. Wir brauchen den Donut. Ja, hier. Ja, wir haben den Donut hinbekommen. Okay, alles gut. Ich würde sagen, wir sind schon Meister des Faches. Hier hinten kommt auch nochmal eine Kanone hin. Aber schön auf dem Boden. Und dann... Wie war das mit der Ausrichtung? So. Dann springen wir auch hier nochmal durch. Wie gesagt, es kann von uns niemand erwarten, dass wir das nicht machen, wenn uns so eine Steilvorlage gegeben wird. Und wir testen das auch noch gar nicht, denn anscheinend ist das Spiel zufrieden mit uns. Wir gucken uns das Endergebnis gleich an. Und da kommt er auch schon an. Sehr schön, sehr schön. Irgendwie so. Kettenlift weiter, weil wir nicht wissen, wie schnell wir sind. Und dann irgendwie hier unten lang. So, wir müssen uns das nochmal anschauen und ich sage mal, wir fahren mal mit. Wir fahren mal mit. Und ich schaue währenddessen nochmal ein bisschen in den Chat rein. Den Anfang kennen wir ja. Das Ende werden wir dann nochmal ein bisschen kommentieren. Ich bin bartlos. Er geht weg, denn er muss morgen ins Büro. Viel Spaß, mein Lieber. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Und allzeit gut Loot, auch für dich. Sehr, sehr schön. Seid ihr auch gespannt auf die Kanone gleich? Auf die beiden Kanonen. Ich glaube, das wird großartig. Ich glaube, das wird großartig. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die erste ekelhafte Passage, wo wir manchmal auch ein rotes... Ja, ein rotes Fahrgeschäft sehen. Nee, das ist gleich nach dieser Passage. Ich weiß noch nicht so richtig, was das bedeuten soll. Aber ich schätze mal, es bedeutet, das ist jetzt gerade nicht so gesund für die Fahrer, könnte sein. Für die Mitfahrer. Aber es ist uns ja egal. Wir spielen das einfach nach unserem Spaß. Und es ist uns doch egal, ob die Fahrgäste Spaß haben. Und jetzt geht's los. Jetzt ist es richtig eklig. Oh Gott. Boah, ich kann hier wirklich kaum hinschauen. Das ist so eine ekelhafte Stelle. Oh Gott, ja. Ich glaube, rot heißt, dass wir fast rausfliegen. Rot heißt, glaube ich, wir fliegen fast raus. Aber wir fliegen ja nicht raus, von daher passt das. Oh Gott, das ist hier die Passage mit dem Donut. Jawohl, hat geklappt. Und hier nochmal durch. Wunderbar. Wunderbar. So möchte ich das sehen. Ja, und dann fliegen wir wieder durch die Welt.
Genial, geschafft. Nur noch einen Schritt. Ich finde es auch genial. Dann geht's hier hinten hin. Und dann sind wir komplett durch. Okay. Aua, mein Kopf hat den Donut gestreift. Du schlägst dich super. Aber vielleicht ist es Zeit, unsere Träume noch höher steigen zu lassen, als es jeder geistig gesunde Mensch tun würde. Wow, Wasserelement. Da du auf dem besten Wege zum nächsten Freizeitpark-Visionär bist, sag mir eins. Wie willst du die Hürden auf diesem Weg überwinden? Bau einen Tunnel durch die Hindernisse, die im Weg sind. Schieß die Wagen über alle Hindernisse. Rolle wie eine Welle im Ozean über jedes Hindernis hinweg. Das klingt nach uns. Das klingt nach uns. Ha, nun, das war eher eine rhetorische Frage. Nicht, dass ich da je den Dreh rausgehabt hätte. Ich meine, wenn jemand einen was fragt, sollte man antworten, richtig? Richtig, aber klar. Schauen wir, ob wir aus deiner Vision Realität machen können. Also wenn wir eins können, dann wie eine Welle rollen. Ich glaube, das ist wirklich unsere einzige, unser einziger Skill hier. Wir gehen weiter mit der rollenden Welle, warum auch immer. Denn er hätte es auch ausgewählt. Sehr gut. Und... da gibt es noch keine Beschreibungstexte zu. Wir sind hier gerade, wie gesagt, noch in einer frühen Version. Dann wollen wir mal hier wie eine Welle rollen. Und das machen wir mal hier. Alles klar. Ich weiß jetzt noch nicht, wie sich das... Wie das funktionieren soll und wie das sich gleich zeigen wird, aber... okay. Das schauen wir uns auch mal an. Indem wir hier schon mal den Wagen ein bisschen nach vorne spulen. Hab ihn mal zurückgesetzt und jetzt auf Stufe 8 gebracht. Und hier sehen wir auch, wie schnell der ist. Guck mal. Hier hat er da eine Geschwindigkeit drauf. Wir haben gerade Zeitlupe von 90 Kilometern die Stunde. Alles klar. Ja, so 80, 90, 120 sogar. Und jetzt steigen wir selber nochmal ein. Und ich hätte vielleicht wieder anmachen sollen. Dann schauen wir uns den letzten Part hier auch nochmal an. Ich weiß nämlich nicht, wie wir jetzt wie eine Welle rollen. Ich will die rollende Welle sehen, wie das aussieht. Sind das so Bälle? Sind das diese Bälle, die man übereinander hat? Ich hab's nicht hundertprozentig verstanden. Und dich ordentlich durchschütteln zu lassen. Das ist großartig. Erst war's ein genialer Notausgang. Jetzt hast du einen ganzen Wohnblock in ein Fahrgeschäft verwandelt. Ich sollte Phil holen, damit er das sieht. Keine Sorge, ich kann Achterbahnen aus 20 Kilometer Entfernung riechen und bin einfach gleich mitgekommen. Gütiger Gnom! Wie in aller Welt habt ihr eine Lizenz dafür bekommen? Haben wir nicht. Wunderbar. Vergebung erhält man schließlich viel leichter als Erlaubnis. Dann los! Großartig, gefällt mir. Ach, jetzt sehen wir es nochmal. Okay, wir sind fertig. Wir müssen es noch einmal uns antun. Die Leute auf YouTube können mir einen Ticken vorspulen, aber ich kann es nicht anders machen, als noch einmal hier die gesamte Strecke genießen, die wir hier gemeinschaftlich gebaut haben. Und ich habe eben im Chat gelesen, dass wir wirklich Toter Rot nochmal auf die Finger klopfen müssen, denn Dan hat gesehen, dass er beim Hüpfen durch den Donut ein Stück abgebissen hat. Und Essen ohne Essen zu teilen ist hier verboten, ja? Deswegen, da gibt's nochmal ein bisschen Sonderschichten in der Mine. Übrigens, an dieser Stelle dachte ich, ich hätte schon eine krasse Stelle gebaut. So knallhart runter und dann einfach eine Kurve. Aber alles, was jetzt kommt, ist ja wirklich absolut ekelhaft. Es ist absolut ekelhaft. Da wird mir auch selbst ein bisschen schlecht, wenn ich da reinschaue. Aber ich schaue noch mal rein. No risk, no fun. Wir werden jetzt gemeinsam noch mal durch diese Schikane durchschauen.
Und wir legen uns rein und wir bekommen es ein bisschen mit der Angst zu tun. Aber solange wir nicht rausfallen, ist alles in Ordnung. Und guck mal, wir haben auch keine rote Anzeige mehr, weil das ist jetzt die endgültige Bahn. Das ist die endgültige Bahn hier, in der wir gerade sitzen. Boah, hier sind wir aber auch echt schnell unterwegs. Ich hoffe, ihr habt alle jetzt was abgebissen. Ja, an einigen Stellen könnte es ein bisschen smoother laufen. Aber ich glaube, das ist schon in Ordnung soweit. Ich glaube, das ist wirklich in Ordnung, dass wir das so gemacht haben. Weil es ist ja erstmal nur das Tutorial. Wir werden das später noch anders machen. Und jetzt kommt hier, glaube ich, so ein Ball um uns herum. Ja, genau. Damit wir übers Wasser gehen können. Warum der so spät kommt, weiß ich allerdings nicht. Und hier haben wir unseren... Menschenskinder. Unseren Flieger. Diese neuen Module, die du hier hast. Darauf wäre ich nie gekommen. Da kommt mir eine Idee. Weißt du, ich wollte mir schon seit einiger Zeit einen Protégé suchen. Ursprünglich über einen Wettbewerb, aber Izzy hat dagegen Einspruch erhoben. Möchtest du dich an einem richtigen Park probieren? Dir winkt kein großartiges Gehalt. Cloudstormers Finanzen sind momentan leider etwas prekär. Aber du wirst sehr viel lernen. Vielleicht sogar etwas Nützliches. Also, was sagst du? Ich wollte schon immer mal ein Protégé sein. Ja. Komm schon, die Parkuhr tickt. Ich komme auch mit. Du hast mich nur für heute eingestellt, aber jetzt will ich mehr sehen. Und Blaze kommt mit uns mit. Sehr stark, das war Mission Nummer 1 in der Kampagne. Ein schön gestaltetes Tutorial. Wirklich schön gestaltet, ganz liebevoll. Die Art, das zu bauen, ist so intuitiv. Da kommt kein Spiel dieser Art mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr intuitiv gemacht. Sehr schön gestaltet. Wir haben jetzt natürlich nicht so super viel Zeit in Feinheiten reingelegt, aber ich glaube, man kann hier viele coole kleine Feinheiten vornehmen und coole, coole Achterbahnen bauen. Ich bin gespannt, was wir gleich noch weiter erleben werden. Im Ladebildschirm. Ich würde sagen, das Ding ist 2 Tage offen und wird dann wegen zu vieler Todesfälle geschlossen. Das könnte passieren, ja? Das könnte wirklich passieren. Aber, ja, es ist ja nur der Donut gefährlich. Und falls mal ein Ding entgleist. Es ist nachts. Es donnert und blitzt. Beim Hexenhaus. Tiere machen Geräusche. Wölfe heulen. Ah, da sind wir. Ich weiß, der Wald sieht aus der Ferne etwas unheimlich aus. Aber bei näherer Betrachtung lässt er einem nur das Herz in die Buchse rutschen. Nun, als Standort für einen vergnüglichen Freizeitpark für Familien ist es nicht unbedingt die beste Wahl. Oder, Phil? Oh, hallo. Du bist unser Neuzugang, was? Ich bin Isabel Dillard, CEO von Cloudstormer. Obwohl es mir manchmal mehr wie ein Kindergarten vorkommt. Oh, wo bleiben denn meine Manieren? Und was hast du an diesem Park auszusetzen, Izzy? Ich habe schon weit schlimmere Fehler gemacht. Keine Sorge, die werden wir auch besuchen. Nun ja, aber von den gruseligen Bäumen mal abgesehen, ist das hier sehr viel größer als das Testgelände und deine Notausgangsachterbahn, oder? Nun, es steht eine Menge auf dem Spiel. Ach, Izzy, du ewige Pfennigfuchserin. Ich bin gespannt, welch Wunder unser Neuzugang auf dieser riesigen Spielwiese wirken wird. Und keine Sorge, du musst das nicht alles völlig allein bewältigen. Ich werde dir stets zur Seite stehen und all deine Fragen beantworten. Und auf der anderen Seite stehe ich und behalte das Budget im Auge. Das macht sie bei Geschäftsessen übrigens genauso.
Komm ja nicht auf die anmaßende Idee, dir eine Nachspeise gönnen zu wollen. Tja, sagen wir mal so. Wenn unser Grünschnabel hier den Park versemmelt, dann bekommen wir alle unser Fett ab. Oh, wunderbar. Ich liebe Frittiertes. Das ist ja großartig. Die beiden. Ich weiß nicht, ob ihr die beiden kennt. Die beiden erinnern mich an den Engel und den Teufel aus Black and White. Kennt ihr noch das Spiel Black and White? Ich hoffe ja. Daran hat mich das gerade sehr erinnert. Ich habe das sehr, sehr gemocht. Dendrulu sagt, jedes Geräusch kommentieren. Ja, das ist der Profi-Tipp. Das ist mein Profi-Tipp. Wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, einfach kommentieren, was ich sehe. Dann funktioniert das schon. Chris sagt, ja, mich auch. Das war doch, also die Synergie zwischen den beiden war so schön gerade. Also wenn das ganze Spiel, die gesamte Kampagne später so sein sollte, dann wird das ein sehr, sehr liebevolles Spiel. Das ist nur die Kampagne. Es gibt ja noch einen Sandbox-Modus und das ist eigentlich das, wo man, also das ist ja eigentlich das Herzstück solcher Spiele. Total Rot kennt es noch, Dan kennt es noch. Die Dialoge und Charaktere sind auch mega. Blaze ist der Hammer, sagt Dan. Finde ich auch. Es ist bis jetzt ein sehr cooles Spiel. Bringe den alten Park auf Vordermann. Dieser Park hat eindeutig schon bessere Zeiten gesehen. In seinem derzeitigen Zustand müssen wir uns erstmal um ein paar Probleme kümmern, ehe wir überhaupt Besucher anlocken können. Ja. Viele von den alten Wegen sind nicht mehr begehbar. Alles klar. Sie gelangen nicht zu den Shops und Attraktionen. Ja, die müssen natürlich mit einem Weg verbunden sein und wir brauchen auch so eine Warteschlange. Das kennt man ja auch aus anderen Spielen. Platzierungseinstellungen, alles klar, schauen wir uns gleich an. Das kriegen wir hin. Kann man jetzt hier auch ganz intuitiv raufklicken und das dann weiterziehen? Nee, das geht leider nicht. Wo ist das Baumenü? Leute, ich brauche ein Baumenü. Ach, hier links. Okay, was haben wir hier für ein... Ach so, ich kann... Ah, okay, sobald ich hier drin bin, kann ich hier direkt andocken. Das ist wirklich... Das ist so toll gemacht. Also es ist wirklich sehr, sehr intuitiv alles gestaltet. Das finde ich echt cool. Jetzt verbinden wir erstmal so ein bisschen die Wege. Das ist so ein bisschen, ja... Wie man es halt von Tutorials kennt, Die machen es einem halt manchmal so ein bisschen schwierig, dass sie halt so von einem denken, ah, der weiß nicht, wie Spiele funktionieren. Genau, es gibt geschlossene Attraktivitäten, das ist mir egal, wir machen erstmal das eine fertig. Das würde mich ja mega triggern, wenn wir jetzt nicht die Wege vollständig fertig machen. Okay, und dann gibt es hier noch einen Weg ins Nichts, aber hier ist ja auch nichts mehr, oder? Nee, dann ist das okay. Na, wobei, hier hätten wir noch eine Verbindung, die wir schaffen können. Außerhalb des Spielbereichs. Achso, hier... Hier sehen wir nämlich. Hier ist abgesperrt. Hier dürfen wir nicht agieren. Dann ist das für mich in Ordnung. Perfekt. Wir sollen jetzt Crashlander eröffnen. Das hier wird Crashlander sein, ja. Crashlander ist so eine Art... Ich weiß nicht, wie die Sachen heißen, aber das kennt man ja. Diese Art von... Attraktion. Ich muss auch sagen, Grafik ist auch sehr liebevoll. Ich mag vor allem, dass wir hier so nah rangehen können. Geht mal bei Anno so nah ran. Geht mal bei Anno 1800 so nah ran und ihr seht, es laufen nur noch Pixel rum. Das ist sehr schön gestaltet. Man kann weit rauszoomen, man kann nah rangehen. Es ist echt schön. Na gut, wir öffnen mal hier den Eingang. Wie machen wir das? Geschlossen, offen. Alles super intuitiv gemacht. Okay, und jetzt können wir neue Attraktionen bauen. Bei jeder Attraktion müssen der Eingang und der Ausgang auf dem mit einem Weg verbunden sein. Für Achterbahnen muss ein erfolgreicher Sicherheitstest durchgeführt werden, bevor sie eröffnet werden können. Im Detailfenster der Attraktion kannst du sehen, welche Schritte noch notwendig sind. Ah, okay.
Ich glaube, der Sicherheitstest ist für uns manchmal, oder wird für uns manchmal ein Problem sein. Wir brauchen ein neues Fahrgeschäft. Dann gucken wir mal, ob wir eins bauen können. Piratenschiff. Wir sind doch Piraten. So ein Piratenschiff direkt zum Eingang. Das ist doch schön, oder nicht? So ein schönes Piratenschiff. Das muss schon... Man muss schon hier direkt das Schiff von der Seite sehen, oder? Oder... Nee, das guckt einen an. Das Schiff guckt einen an, wenn man reinkommt. Wir gucken uns mal die Besucherperspektive an. Und drehen das Ganze mal. Dass das Schiff einen anguckt. Ja. Funktioniert noch nicht hundertprozentig mit dem Drehen. Irgendwie so, ja. Ja, das war schon ganz gut. Aber ich habe natürlich hier wieder meine Spastiken. Aber das hier sieht gut aus. Das sieht gut aus. Also das ist jetzt perfekt auf den Eingang gerichtet. Und dann stellen wir das mal hier... Hier so hin. Und dann brauchen wir noch eine Warteschlange. Und das machen wir mal aus Holz. Holz passt doch hier perfekt. Holz passt doch hier perfekt. Direkt neben dem Ausgang. Und dann geht das hier einmal komplett rum, damit die Leute schon sehen, wie die Leute hier am Rumkreischen sind. Irgendwie so. Das ist doch schick. Das ist doch schick. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wartungszustand ist gut, Erwachsene mögen das, Familien auch, Teenager sagen, nee, ist mir nicht heftig genug. Na, für euch werden wir noch was haben. Dann können wir hier auch die ganzen Werte sehen aus Managementbereichen. Finanzstatistiken, welche Einnahmen und Ausgaben wir haben. Das sieht sehr gut aus. Wo sehen wir, wie die Testwerte sind? Ich glaube gar nicht, oder? Mitfahrkamera. Ja, fährt halt gerade nicht. Okay. Aber ich finde es auch sehr schön, dass wir überall mitfahren können und so. Das ist schon sehr schön gestaltet alles. Das ist sehr, sehr schön gestaltet. Und wir brauchen auch noch einen neuen Shop. Den werden wir auch nochmal bauen. Und da haben wir bisher nur kandierte Äpfel. Können wir dich hier auch direkt ranbauen an die Warteschlange? Könnten wir sagen, hey... Ne, wenn wir hier einen Weg ranbauen, dann würden welche vordrängeln wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Wichtig ist, dass wir die dann wahrscheinlich hier hinstellen. Die kandierten Äpfel. Einfach aus dem Grund, weil die danach ja kotzen werden. Die müssen erstmal was essen, danach kotzen sie dann. Der Park ist jetzt wieder für Besucher bereit, setzt das Spiel fort. Alles klar. Und das hier ist eher was für Teenager, also passt nicht perfekt zur jetzigen Komposition. Aber es ist ja alles noch Tutorial-mäßig. Schauen wir uns erstmal an, das ist auch cool gemacht hier, wie der Eingang ist. Hier ist der Parkplatz, schaut mal. So ein kleiner Schotterparkplatz, passt auch zu so einem kleinen Park. Ja, so ein kleiner Schotterparkplatz, hier alles überwuchert auf der Straße. Und dann kommen sie hier rein. Ja, wunderbar. Dann setzen wir mal das Spiel fort und gucken mal, dass auch die ersten 40 Besucher reinkommen. Da kommen sie. Da kommen sie. Hallo, ihr werdet kotzen. Wo kommt ihr denn her? War die gerade... Was sind das, unsere Mitarbeiter? Mini Piers. Ja, das sind unsere Mitarbeiter. Traumata-Untersuche. Untersuchen, Neuphorie heilen, Übelkeit behandeln. Okay, es sind unsere Mitarbeiter. Hier sind unsere ersten Opfer. Da sind sie. Kleine Familie. Ja, mit Großvater mal reingehen. Ja. Ihr werdet alle kotzen. Ich verspreche es euch. Ihr alle werdet kotzen. Das ist mein Versprechen an euch. Ich mag das, dass wir so nah rangehen können. Und dass es auch so gut aussieht. Ach ja, gefällt mir bis hierhin.
muss ich schon sagen. Aber jetzt will ich natürlich sehen, wie die hier gleich reinlaufen und uns Geld in den Rachen werfen. Wie teuer ist der Eintritt? $0. Na gut, weil ihr es seid. Na gut, spulen wir ein bisschen vor und schauen uns gleich an, was sie hier drin machen werden. Die Zufriedenheit ist bei 53%. Ja, ist vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig, aber das geht schon. Naja, ein Arzt bei den Dingen, die Thekli da baut, ist wohl nicht genug. Und ich stelle mir Thekli als Manager vor, der genauso seine Gäste begrüßt. Wir haben mehr Ärzte im Park als Gäste. Bestatter kommen im nächsten Zug an. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Ja. Und jetzt sind die ersten drin. Ich glaube, es wird die richtig triggern, dass sie so einen weiten Weg gehen müssen. Aber wir müssen ja schon mal vorsorgen. Weil irgendwann werden wir ja viele Leute haben, die hier rein wollen. Da haben wir auch lange Warteschlangen. So, was kostet das hier? $5. Man könnte natürlich auch einen Park errichten, wo man sagt, es gibt nur Eintrittskosten und dann ist alles frei hier drin. Und dann ziehen wir euch aus mit den Souvenirläden und so. Wähle eine Erwachsenengruppe aus. Okay, das ist eine Familie. Sollen wir auch auswählen? Ah, okay, das ist, sind immer Gruppen. Ich kann die jetzt nicht einzeln anklicken, sondern immer die Gruppe, die zusammengehört. Okay. Glücksgefühl 100%, sehr glücklich. Ja, Toilettendrang können wir hier nicht befriedigen. Kostet aber extra, wenn ihr euch hier drauf entledigt. Ich hoffe, das ist klar für euch. Dann haben wir hier auch noch eine Familie. Familie Long, okay, die Familien haben auch Namen. Marion und Bekannte. Klar, Marion und Bekannte. Das, natürlich ist das aufgegliedert in, das sind Freunde, das sind Bekannte. Und Marion ist natürlich dabei. Okay, cool, cool, cool. Wir fahren hier gleich natürlich mit. So eine Erwachsenengruppe auch nochmal auswählen. Herr King und Begleitung. Haben wir gemacht. Hallo ihr beiden. Ich habe keinen Nachtisch mitgebracht, keine Sorge. Du hast den Park gesehen und den waldigen Standort. Du weißt also genau, womit du es zu tun hast. Du musst einen Plan entwickeln, um diese Investition profitabel zu machen. Izzy hat natürlich recht, aber dein Job dreht sich nicht um nackte Zahlen. Du bist für Ideen zuständig, genau wie ich. Und da sind Kreativität und Innovation gefragt. Ideen, ja. Aber lass sie nicht zu abenteuerlich ausfallen. Burgen werden nämlich nicht auf Sand gebaut. Oh, aber Sandburgen sind etwas sehr Feines, Izzy. Der Nervenkitzel vor der nächsten Welle macht doch den Reiz erst aus. Nun, wenn wir diesen Park in den Sand setzen, wird das ein rechtlicher und finanzieller Albtraum. Schließlich steht Cloudstormer jetzt schon kurz vor dem katastrophalen Aus. Oh, spannend. Aber was Izzy damit sagen will, ist ganz einfach. Wen sollten wir mit diesem neuen Park an die Kassen locken? Wir also Teenager ist ja Schwachsinn, ja? Teenager haben kein Geld. Wir wollen den Leuten ja das Geld aus der Tasche ziehen. Ja, das ist schon mal das Wichtigste. Also, Teenager ist falsch. Erwachsene wäre eine Marktlücke, ja, aber Familien sind eigentlich die Besten. Familien sind die Besten, denn du hast die Teenager da, die überall hin wollen, die wollen unbedingt in den Freizeitpark, die ziehen ihre erwachsenen Eltern mit, das ist wichtig. Wir haben Senioren, die schön uns den Boden vollkotzen und die Gebisse fliegen raus, da sind vielleicht auch so ein paar Goldprothesen drin, die wir weiterverkaufen können, also ist auch eine super Nebenbeschäftigung, finde ich. Und du hast natürlich bei Familien, hast du natürlich dann auch natürlich die Kinder quengeln und wollen jetzt unbedingt im Souvenirladen was haben. Wenn die alleine da sind, als Teenager-Freunde, dann haben die nicht das Geld dafür. Aber wenn die Eltern dabei sind, die sagen, okay, komm, du kriegst jetzt diesen Dinosaurier-Plüschtier-Teddy für 20 Euro, auch wenn du ihn nicht brauchst und der nach einem Tag im Müll landet. Aber du bekommst ihn halt, weil sonst haben wir nur Gequengel heute. Und deswegen brauchen wir Familien. Was meint ihr? Und du ziehst neue Generationen mit ran, sagt Balatrin. Reichenstein sagt,
kleine Kinder, die alles wollen, das ist der Punkt, absolut. Dan sagt auch, dann Familien. Wir gehen auf Familien. Das perfekte Familienerlebnis lockt Besucher kilometerweit an. In dieser Version vom Park Beyond nicht verfügbar. Okay. Ich meinte natürlich, also Erwachsene wäre halt schon eine Marktlücke, oder? Erwachsene wäre schon eine Marktlücke, muss ich sagen. Also, die Marktlücke habe ich die ganze Zeit gesehen. Also, die ganze Zeit meinte ich halt Erwachsene. Die Idee gefällt mir. Ein Freizeitpark für Erwachsene. Interessant. Ein sehr kühnes Konzept. Es wird eine teuflisch schwierige Aufgabe, dieser Zielgruppe hier preiswerte Unterhaltung zu bieten. Sicher hast du in Investorenkreisen schon mit Beelzebub Bekanntschaft gemacht? Bitte ihn doch um ein paar Tipps. Das Forschungsteam kann ein paar neue Fahrgeschäfte für uns bauen, ja? Definitiv. Nur leider nicht hier. Sophia ist an der Ostküste beschäftigt. Aber vielleicht kann sie uns mit einem dieser originellen Ornithopter etwas vorbeischicken. Diese Geräte nennt man jetzt Drohnen, Phil. Was schlägst du als Thema vor? Was schlagen wir vor? Also, Western-Freizeitpark finde ich super cool. Sarkastische Hipster jeden Alters würden im Zuckerzauberland durchdrehen. Ich weiß, wir würden das sofort nehmen, aber Likosa hat uns so schön darauf hingewiesen. Auch das ist leider nicht in dieser Version verfügbar. Ist aber ein Grund mehr, später nochmal reinzugehen und das Spiel zu Release nochmal zu spielen. Denn wir brauchen sarkastische Hipster jeden Alters im Zuckerzauberland. Das brauchen wir. Also nächstes Mal, wenn wir das Spiel zu Release spielen, werden es die sarkastischen Hipster. Science Fiction ist auch in dieser Version nicht verfügbar. Es ist die Closed Beta. Also wir gehen auf Western. Wir gehen aufs Western. Aber ich muss sagen, gut gemacht von der Closed Beta. Denn ich habe auf beides richtig Bock. Das ist schlau gemacht. Dann Western. Aber Western finde ich genauso cool. Peng Peng, absolut. Ich glaube, mein Pferd pfeift. Wer hätte gedacht, dass Sporen- und Westernhüte wieder in Mode kommen würden? Wer will schon nicht bei einem netten Familienausflug ins Zeitalter des Typhus reisen? Bist du mit dem Angriffsplan zufrieden? Oder willst du nochmal neu verhandeln? Zeitalter des Typhus, das klingt, klingt nach einer Geschlechtskrankheit. Weise eine positive Monatsbilanz vor. Das werden wir hinbekommen. Wir werden alles hoch machen. Alles hoch. Erwachsene haben Geld. Besitze mindestens 2 rentable Fahrgeschäfte. Verfüge in deinem Park über 170 Besucher. Bringen wir hin. Los geht's. Na gut. Wir werden alles Nötige vorbereiten. Ich hoffe, dir ist klar, dass mit diesem Projekt das Schicksal der Firma in deinen Händen liegt. Bind mich an eine Rakete und zünd die Lunte an. Wie aufregend. Dein allererster richtiger Freizeitpark. Ich erinnere mich noch an meinen ersten. In Bangkok, nach dem Krieg. Oder war es Singapur? Es war Cleveland. Es war im Bundesstaat New York, Phil. Das Kuriositätenkabinett deines Vaters. Sicher, dass es nicht der Thrillinator war? Ich erinnere mich noch, als ob es gestern war. Was war gestern? Montag. Und das war's für heute. Danke, dass ihr alle da wart. Ich danke euch. Bau den Park für Erwachsene aus. Es ist so schön. Also das Spiel hat mich bis jetzt vollkommen abgeholt. Das ist auch genau dieser Typ Spiel ist genau das, was mich abholen kann. Ich habe auch als Kind Rollercoaster Tycoon geliebt oder Zoo Tycoon und Wildlife Park und was es da nicht alles für Spiele gab. Ich liebe solche Spiele, wo man auf der einen Seite so ein bisschen kreativ werden kann, auf der anderen Seite diesen Managementanteil hat, wo man so ein bisschen auch das Geld aus den Leuten rauspressen muss. Ich finde das ganz cool. Besucherbedürfnisse. Also Food und Drinks und Shops gibt es. Eine Toilette finde ich blöd, es sei denn, wir verdienen dadurch Geld. Herumzulaufen ist anstrengend. Bänke. Ja, Bänke können wir nicht monetarisieren. Das finde ich, ist erstmal blöd.
Also, ihr habt gesagt, ihr wollt auf jeden Fall mitfahren. Bei den Freizeitgeschäften. Ich weiß jetzt noch nicht, wann die losgehen. Also es ist ja noch nicht so voll hier. Wir fahren hier gleich nochmal mit. Aber erstmal schauen wir uns an, wie denn bisher unser Park aufgebaut ist für Erwachsene. Also das finden Erwachsene so semi-cool. Kandierte Äpfel. Das hier mögen sie, die Schiffsschaukel. Okay. Den Burger-Shop natürlich auch. Klar, alle lieben Burger. Dann haben wir hier die Toilette. Können wir die monetarisieren? Bau sollte rentabel sein. Können wir nicht. Alles, was nicht monetarisiert werden kann, erstmal schlecht. 3 Dollar Ticketpreis. Oh, wir können mitfahren. Wir fahren mit. Wir fahren mit. Wartet. Freie Kamera, Tageszeit. Wie machen wir das? Wie fahren wir mit? Hier unten, oder? Ich guck mal, ob ich mit P das auch starten kann. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen einfach schnell sein. Also, normale Geschwindigkeit und wir fahren einmal mit. In dem Crusher. Hui. 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 Gott. Oh, ich sehe am Himmel einen Gralsritter. Oh mein Gott. Ist es ein Traum? Ist es eine Vision? Und wir sind nicht ganz über Kopf, aber das sieht gleich. Das sieht gleich danach aus, als wenn wir uns überschlagen würden. Oh Gott, Hilfe! Und da sind wir rum. Da sind wir rum. Ist das cool gemacht. Es ist so schön gemacht. Wie schön. Wir können auch die Sitze wechseln. Ach, wie schön. Ist natürlich nicht das Spektakulärste, weil man nicht so viel sehen kann hier. Aber es ist schon extrem cool gemacht, dass man hier überhaupt so cool mitfahren kann. Das mag ich sehr, sehr gerne. Tut der Rot wieder mitfahren? Aber Adrin sagt, da war ich lieber Riesenrad. In Anno, Hilfe! Ach, wie schön. Die Kamera wechseln? Ja, wir haben schon ein bisschen durchgeklickt. Es gibt hier noch die Third-Person-Kamera. Das gibt's auch noch. Achso, das meintest du wahrscheinlich, oder? Nicht die Sitze, sondern die Kamera. Können wir hier von der Seite uns das anschauen. So ein bisschen im Kinomodus. Oder auch hier, wenn wir eine Achterbahn haben, so in diesem Modus mitfahren, ist auch cool. Das ist auch cool. Hier der Operator. Und es geht wieder los. Nur eine weitere Runde. Alle einsteigen. Sehr schön. Wie sieht's mit der Schiffsschaukel aus? Gibt's da gleich auch eine schöne Runde für uns? Wie viele sind drin? Ja, es geht los. Wir fahren mit. Oh, dir will ich nicht ins Gesicht gucken. Hier, wir gucken lieber in diese Richtung. Hier ist gut. Hui! Hände in die Höhe! Das ist das Wichtigste. Hände in die Höhe ist immer das Wichtigste. Und schreien. Schreien ist auch immer wichtig. Oh, wie cool. Habt ihr es gesehen? Die Kanone hier vorne. Schauen wir uns gleich nochmal an. Und jetzt. Boom. Ach, wie schön. Das ist so schön gemacht. Und die Kamera ist ja auch richtig im Schiffsschaukelmodus drin. Hui. Hui. Und auch wie das Ding hier vorne weht. Ach, wie schön. Das ist schön. Ach, so gut. So gut. Also, kandierte Äpfel gefällt mir nicht, aber es ist ja trotzdem voll der Renner. Wenn hier so viele Leute anstehen, dann ist es zu teuer, ist es zu günstig. Wo sehen wir denn hier die Preise bei den kandierten Äpfeln? Das wäre mir natürlich schon wichtig.
Also Besucher können wir hier einsehen. Also wir sehen, wie zufrieden die Besucher waren und so weiter. Service-Tempo. Ah, hier können wir die Preise einstellen. Was ist das hier vorne? Okay, ausgeglichenes Feedback zum Preis. Aber geröstete Mandeln sind ja pflanzenbasiert. Da kann man immer ein bisschen was draufschlagen. Komm, das sind 5 Euro. Das sind 5 Euro. Auch klassischer kandierter Apfel. Komm, wir haben Inflationsaufschlag. Können wir mal 5 Euro hochgehen? Ein Kokos-Karamell-Apfel. Boah, das sind wirklich 6 Dollar, die man da verlangen kann. Da kann man wirklich mal 6 Dollar verlangen. Also das ist nicht zu viel verlangt. Ich meine, ihr wisst Bescheid. Ja. Und da, wo sie sagen, ja, Preis ist jetzt nicht so Bombe, aber geht schon. Da, lassen wir es. Weil guck mal, wie groß die Schlange ist. Wenn die Leute es kaufen, dann ist es in Ordnung. Und schaut euch mal an, was hier für eine Schlange ist. Auch das müssen wir teurer machen. Ticketpreis. Können wir auf 6 hochgehen. Hier ist nicht so eine Schlange. Da können wir ruhig 3 lassen. Oder 3,50. Komm, wir sind ja nicht die Wohlfahrt. Wir gehen mal auf 3,50 hoch. Jaja. Das muss schon so sein. Übelkeit 49. Was sagen die Finanzen? Ja, wir machen Gewinn. Okay, sieht gut aus, oder? In Wildlife Park musstest du die Toiletten bauen, habt ihr immer die Getränke billig gemacht und dann 50 Euro für Toiletten genommen. Der kleine Reichenstein war böse. Gott, oh Gott. Oh nein. Kostenlose Getränke. Aber ich glaube, man kann hier... das gefällt mir. Das gefällt mir. Standardtoilette. Wir können hier Geld fordern. Das machen wir auch. 2 Euro. Also so muss es sein. Gut. Also ich bin jetzt schon mal ganz zufrieden. Jetzt haben wir schon ein bisschen uns um die Rentabilität gekümmert, weil die ist immer noch negativ, ja. Also bevor ihr jetzt sagt, der Tekli ist hier ein ganz schlimmer Finger, schaut euch das mal bitte an. Also wir sehen ja hier, dass wir gerade Verluste machen. Ja, auch Sonderausgaben natürlich. Für den Bau von Dingen. Die muss man natürlich auch, ein guter Betriebswirt rechnet natürlich immer die Sonderausgaben rein in die Fixkosten, das ist klar. Auch gerne in die variablen Kosten. Das sieht erstmal ganz gut aus. Aber jetzt, nachdem wir ein bisschen Geldschneiderei gemacht haben, können wir uns auch um Wege kümmern, beziehungsweise um Bänke kümmern. Es gibt jetzt hier auch deutlich mehr Sachen, die wir bauen können. Wir machen es erstmal so, wie es hier die Quest will. Und wir nehmen die Westernbank. Ist doch klar. Können wir hier auch Sachen ranstellen an die Warteschlange? Nee, die bleiben ja in der Schlange. Aber wir können ruhig hier mal welche hinstellen, die sich das ganze Treiben anschauen können. Also da kommt mal eine hin. Weil es hier immer besonders gut riecht. Kommt da auch nochmal eine hin? Ich meine, es ist kostenlos. Beschwert euch mal nicht. Und hier haben wir auch nochmal eine Besucherbank, die sich das anschauen können. Von 2 Seiten. Und ansonsten geht hier ja niemand hin, oder? Hier ist noch ein Burgerladen. Den würde ich ganz gerne noch monetarisieren. Hier bräuchten wir eigentlich so Tische und Bänke, oder? Mülleimer brauchen wir auch, ganz wichtig. Wir bräuchten eigentlich so Tische, dass die sich hier hinsetzen. Gibt es sowas? Ich sehe es noch nicht. Wir stellen dann trotzdem mal eine Bank hier hin. Vielleicht auch mit Blick auf das Riesenrad. Vielleicht kommen dann ja hier auch nochmal Leute hin. Irgendwie. Irgendwie so.
Okay. Das heißt, wir haben jetzt ein paar Bänke gebaut. Gehen ein bisschen Richtung Profitabilität, hoffe ich mal. Das sieht schon mal ganz nett aus. Und es wird sogar dunkel. Das heißt, es gibt einen Tag-Nacht-Zyklus. Und da sehen wir hier auch die ganzen Beleuchtung mal von den Fahrgeschäften. Das ist auch sehr, sehr schön. Okay, gefällt mir. Hier hinten auch? Ja. Gefällt mir. Ja, der Apfel gefällt mir immer noch nicht. Die Toilette. Na, wie gefällt es euch denn hier? Ist schön hier. Ja, ne? Also der Duft gerade, dieses Duftaroma, das geben wir hier frei Haus mit raus. Das ist schön. Und hier ist immer noch zu günstig anscheinend. Ich meine, das ist Angebot und Nachfrage. Kirschzuckerwatte wird als ein guter Preis bewertet. Nee. Am seltensten gekauft. Ja, es ist ja auch ein Exot. Machen wir ihn noch teurer. Ist ja auch ein Exot. Okay. Also die Preise dürfen schon angemessen sein. Die sollen nicht günstig sein. Wir haben ja auch kostenlosen Eintritt. Da sollen die sich nicht beschweren. Verlorene Besucher seit letzter Preisänderung. Sehr schön. Ein Träumchen. Ja, wirklich. Einfach Stacheln an die Bänke, die fahren ein, wenn du einen Euro in den Geldschlitz wirfst. Reichenstein scheint wirklich Ahnung davon zu haben. Nicht so viele Bänke, die sollen schließlich nicht sitzen, sondern Geld ausgeben. Wir sind alle auf einer Ebene. Wir wissen alle, wie wir das hier zu machen haben. Wir filtern mal nach Erwachsenen und hätten hier die bunten Ballons. Oder das Piratenschiff, das haben wir schon. Ring of Fire. Finden die Erwachsenen richtig genial. Und dann nehmen wir es mit. Und was ich auch richtig genial finde, ist, dass Mo von V-Mate uns folgt und sich hier den Teklionären anschließt. Einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Schön, dass du da bist, lieber Mo. Und ich hoffe, du wirst richtig viel Spaß haben mit dem Ring of Fire. Die Frage ist, wo bauen wir den hin? Ich würde ja ganz gerne mal den Burgerladen hier instrumentalisieren. Der hat geöffnet, aber hier ist niemand. Der macht nur Verlust, weil hier niemand vorbeigeht. Das ist ein großes Problem. Das heißt, die Warteschlange muss hier hinten losgehen. Die müssen bis hier hinten hinlaufen. Wie machen wir das? Also, wir brauchen jetzt ein neues Fahrgeschäft. Ring of Fire. Mo sagt auch Huhu. Ganz liebe Grüße an dich zurück. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Ganz liebe Grüße an dich. Mögest du ganz, ganz viel Spaß hier haben. So. Ich habe eine Idee, ihr Lieben. Wir stellen das mal so hier auf. Und dann gibt es hier nämlich einen ganz normalen Ausgang hier hinten hin. Und dann müssen die Leute nämlich hier nochmal an ein paar Geschäften vorbei, also an diesem Geschäft und an diesem Geschäft. Das heißt, die gerade ausgehen, müssen hier so lang laufen. Und die hier lang laufen, ja, die haben Pech gehabt. Aber Ring of Fire wird sehr wichtig sein. Wir gehen wieder mit Holz, weil es ist ja Western. Und wir gehen hier hinten natürlich ran. Damit die Leute wirklich auch hier am Burgerladen mal vorbei müssen. Das ist mir sehr wichtig. Dann ist mir auch wichtig, dass wir auf der anderen Seite... Schaut mal. Wir müssen auf der anderen Seite hier auch nochmal eine Bank hinstellen, dass die Leute sich das anschauen können. Die hier nämlich lang gelaufen sind. Und dann so viel Lust haben auf den Ring of Fire, dass sie den gesamten Weg wieder außenrum gehen, um hier anzustehen. Um dann hier auch am Burgerladen vorbeizukommen. Ich glaube, das sind hier wirklich Profi-Überlegungen. Ring of Fire sieht halt auch wirklich cool aus. Das ist sogar ein Feuerwehrwagen, der da fährt. Wie cool. Die Hauptsache ist, sie verdienen maximal Mindestlohn, sagt Mo. Ich wollte immer schon Burgerbrater werden und habe sogar eckige Hosen. Mo, du bist eingestellt.
du müsstest aber wissen, also mit dem Mindestlohn, ja, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, manche Angestellten von uns sagen, dass wir hier, also es ist ein Gerücht, dass wir vielleicht geizig sind wie ein Krebs, wie eine Krabbe, hat mir manch einer gesagt, aber ich glaube da nicht dran. Guck mal, jetzt wird auch der Burgerladen angenommen. Wie geht's denn hier unserem Service-Dienstleister? Können wir dich auch anklicken eigentlich? Geht das? Können wir dich umbenennen? Das wäre cool. Also wir können hier die Farben ändern, das ist auch schön. Aber können wir dich umbenennen? Haben wir hier irgendwo eine Übersicht über unsere Mitarbeiter? Ich sehe gerade noch nichts. Personal. Okay, nicht verfügbar. Noch nicht verfügbar. Ich wette mit euch, man kann das Personal später umbenennen. Guck mal, alle zufrieden. Kein Glücksgefühl, kennt keiner. Geldbeute leer, kennt keiner. Wir sind noch moderat. Ich sag's euch die ganze Zeit. Wir sind hier noch moderat. Ja, auch hier Chickenburger. Chickenburger viel zu günstig. Also kann man auch mal 4,50 für bezahlen. Und das ist ja nicht irgendein Fleisch, das ist Angus-Rindfleisch. Kann man mal 5 Euro für bezahlen. Cordon Bleu Burger bleibt bei 5. Ich mag gerade Zahlen oder halbwegs gerade Zahlen. Wir machen jetzt nicht 5 Euro und 10 Cent oder so. So einen Spaß machen wir nicht. Schade, dass wir hier den Brater nicht umbenennen können, sonst hätte ich es in Mo umbenannt. Genau, Farben kann man ändern, aber wahrscheinlich nur beim Thema. Das könnte gut sein. Und wie gesagt, das ist die Karriere, also der Kampagnenmodus. Das bedeutet, dass wir im Sandbox-Modus natürlich viel mehr Freiheiten haben, als wir gerade haben. So, Ring of Fire wird angeblasen. Wir machen hier den Preis ein bisschen runter. Ihr wisst warum. Ich will die Leute hier am Burgerladen vorbeibekommen. Ja, das ist mein Plan. Mein teuflischer Preis. Oh! Angus-Rindfleisch, sagen die Leute. Das ist ganz teuer. Am häufigsten gekauft. Chicken Burger mit rotem Curry. Dann zahlt doch 5 Euro dafür, ihr Lieben. Wenn ihr es so gerne mögt. Also ich werde den Angus Burger nicht runtersetzen, aber die anderen teurer machen. Und dann wird er schon wieder gekauft. 5,50 Euro dafür. So ein Pizza Burger. Für 5 Euro kann niemand was gegen sagen. Vegetarischer Burger, ihr wisst alle, mit vegetarischen Sachen kann man Geld schneiden. Vor allem, weil es nicht so viel gibt in solchen Sachen wie Freizeitparks. Da kann man auch mal ein bisschen mit dem Preis hochgehen. Also ein kleines bisschen. Also 8 Euro finde ich es angemessen für einen vegetarischen Burger, während der Cheeseburger 4 Euro kostet, oder? Das ist der vegetarische Aufschlag, den man kennt. Viel zu billig, die Chicken Burger, sagt auch Likosa, ja. Cordon Bleu Burger auch immer noch zu... Wir lassen das erstmal so. Ja, ist mir egal. Ihr sollt hier eh dran vorbeigehen und dann müsst ihr eh was essen. Denn Burger lieben Erwachsene. Na, sie mögen es zumindest. Okay, dann schauen wir auch mal beim Ring of Fire vorbei. Wir fahren mal mit. Tatütata. Die Tegionäre sind da. Ob man einen Park bauen kann mit Western und Sci-Fi gemischt, fragt Dendrolo. Ich denke im Sandbox bestimmt. Im Sandbox ganz bestimmt. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich habe mir den Ring of Fire ein bisschen feuriger vorgestellt, muss ich zugeben. Das war jetzt nicht mein feurigstes Erlebnis. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich würde bei Tegli als Kassierer arbeiten. Tegli, du musst zum Autoscooter den Ansager machen. Und wieder eine Runde. Einsteigen bitte. Ja, Ring of Fire hat mich jetzt nicht abgeholt. Umso besser, dass wir es runtergesetzt haben. Aber Erwachsene lieben es. Warum auch immer. Schlange ist riesig. Die Schlange muss bis hier gehen, bis zum Burgerladen. Das ist unser teuflischer Plan. Vegetarischer Burger, großteils negatives Feedback. Ihr habt nichts anderes zu essen. Ihr müsst das zahlen.
Ihr habt keine andere Möglichkeit. Also, hast du Geld, um eine Achterbahn zu bauen? Ich befürchte nicht. Aber wir versuchen es gleich mal. Schaut mal, Profit. Wir sind jetzt in den schwarzen Zahlen und zwar 500 haben wir gemacht. 500 ist natürlich nicht viel, aber ist schon mal ein Anfang. Okay, wir werden gleich nochmal eine Achterbahn oder sowas bauen oder irgendeine Attraktion. Aber erstmal werden wir hier unten die Sachen machen. Drinkshop brauchen wir, einen Drinkshop. Was mögen Erwachsene? Cocktails. Wir werden filtern. Kaffeeshop, natürlich. Und im Western-Style. Natürlich. Wer hier Kaffee haben will, muss auch Burger essen. Das ist unsere Devise. Ah, da passt es nicht mehr so gut hin. Wir können das auch hier einmal hinstellen. Stellen es gerne mal daneben. Und dann verbinden wir das natürlich mit einem Weg. Habe ich das falsch rumgebaut? Oh Gott. Ja. Kann ich dich noch versetzen? Ja, kann ich. Okay. Dann verbinden wir es mal mit einem Weg. Dann verbinden wir es mal mit einem Weg. Dankeschön. Die Bank gefällt mir hier nicht mehr. Die löschen wir. Und was wir auch brauchen, das habe ich die ganze Zeit komplett vergessen. Wir brauchen jetzt so langsam mal Mülleimer. Die können hier nicht unseren Park vermüllen. Nehmen wir auch Western-Mülleimer. Ja. Schön neben die Läden, wo man das auch braucht. So. Schön neben die Läden. Und dann nehmen wir so Holzfässer zu den Bänken. Weil neben einer Bank muss es natürlich stinken, haben wir gesagt. Hier stinkt es schon, aber die kriegen trotzdem die geballte Ladung von beiden Seiten ab. Neben so einer Bank muss es natürlich stinken, dann muss auch ein Mülleimer daneben stehen. Okay, das sieht gut aus. Und wir brauchen noch einen weiteren Foodshop. Das kriegen wir hin. Nochmal, was mögen Erwachsene? Feingebäck. Natürlich. Natürlich wollen sie Feingebäck haben. Das kriegen wir hier hin. Alle wollen zur Attraktivität und sie kommen hier nicht dran vorbei. Es riecht hier so gut. Ja, Parksauberkeit. Haben wir alles gemacht. Haben wir alles gemacht. Infoansichten gibt es. Ja, ist egal. Das schauen wir uns dann an, wenn wir es brauchen. Erstmal brauchen wir hier nochmal ein bisschen Einrichtung. Und zwar haben wir gesagt, Western-Mülleimer neben einem Shop. Und er hier? Das ist Balladrin. Habe ich sofort wiedererkannt. An der Augenklappe. Die trägt er nicht während des Streams. Und sieht er nicht genug. Aber wenn er rausgeht. Einfach für den Style. Okay, schön. Oh mein Gott. Wer hat denn dieses Zahnpasta-Lächeln von euch? Der ist ja richtig gut drauf. Der ist ja richtig gut drauf. Ich glaube, das ist Dendrolu. Ich glaube, das ist Dendrolu. Ich schmeiße den ganzen Dreck hin. Ja, ich sehe das auch. Richtige Müllverschwender. Na gut. Wir zahlen sie in Heim, indem wir die Preise anpassen. Also Erdbeermakrone muss schon viel kosten. Streuselmuffin. Gehen wir mal an auf 3. Jutsu-Butterkekse ist wieder vegetarisch. Da kann man, wie gesagt, da kann man auch mal sagen, komm, das kostet 3,50. Spinatmuffin. Hey, der will hier den Preis nicht annehmen. Spinatmuffin auch auf 4 Euro anheben. Wasabi-Käse-Donut hört sich so nach Hipster an, dass die auch gerne 5 Euro dafür ausgeben dürfen. Ja, das sind faire Preise. Das sind faire Preise. Und wir sind in der Profitabilität, das gibt uns recht. Dann gucken wir uns die Sauberkeit an.
und haben das wo? Hunger, Durst, Übelkeit, Hunger, Durst, Personal. Markiere das Sauberkeitssymbol, um zu sehen, wie Sauberkeit berechnet wird. Ich glaube, ich bin im falschen Filter drin. Wo ist denn das Sauberkeitssymbol? Wo ist das Sauberkeitssymbol? Hier oben. Alles klar. Hier sind wir bei der Sauberkeit. Also allgemeine in der Übersicht, so wie es aussieht. Gewinn-Verlust 563. Das ist ja schon mal großartig. Okay, Ausgaben. Zum Glück zahlen wir noch keine Personalgehälter. Ich habe ja gesagt, ich bin ein bisschen geizig. Besucher sind hauptsächlich Erwachsene. Darauf sollte es auch hinauslaufen. Kritischer Toilettendrang. Hat jemand im Chat gerade kritischen Toilettendrang? Gibt's hier gerade jemanden? Hat jemand gerade kritischen... Also, es gibt den normalen Toilettengang, aber es gilt auch kritischen Toilettengang. Das ist der ganz Schlimme. Das ist der ganz, ganz Schlimme. Ja, die meisten sind glücklich, oder? 50% haben kein Glücksgefühl. Kein Glücksgefühl heißt ja nicht, dass sie unglücklich sind. Sie haben nur kein Glück. Also, das passt doch, oder? Shops und Attraktionen. Ja, viel stimmt hier mit Erwachsenen überein und wenig nicht mit denen. Ich glaube, das passt. Ring of Fire macht ein bisschen Minus, aber dadurch wird erst der Burgershop hier profitabel. Der ist jetzt am Anfang nicht angenommen worden, deswegen ist er noch im negativen Bereich. Aber das kann ich sogar mitnehmen. Das ist für mich in Ordnung. Ganz wenig Minus, wenn das hier profitabel wird. Nehmen wir mit. Ja, da fehlen uns natürlich noch so ein paar Daten für den neuen Monat. Wir schauen uns einmal kurz die Sauberkeitswertung an. Ja, es wird immer unsauberer. Jedes Mal, wenn Besucher eine Toilette nutzen oder den Zustand der Wege kommentieren, generieren sie eine Sauberkeitserfahrung. Ah, die Toilette ist doch gut, oder? Ja, die ist noch gut. Ich meine, ihr müsst halt auch ein... 2 Euro. Oh Gott. Es ist so schlimm. Wir sind solche Halsabschneider. Wo kann man denn Toiletten bauen? Service- und Personalgebäude. Ja, wir bauen noch eine Toilette hier hin. Das ist ja fast schon Ehrensache. Sind die Preise übernommen? Das ist wichtig. Das ist ja Wucher. Preis muss übernommen werden, das ist wichtig. Also Dendrolu meinte, wir können vielleicht einen Putzmenschen einstellen. Ich glaube, das geht noch nicht, weil hier Personal noch gesperrt ist. Wir sind ja noch in der Kampagne, das heißt, es wird wahrscheinlich gleich erst offenbart. Aber wir können einmal kurz auf Toilettenbedürfnis gehen. Das sollten wir einmal filtern. Da gehen wir hin. Und das reicht aus, weil wir jetzt hier natürlich eine weitere Toilette hingebaut haben. Die kostet zwar Geld, aber... ist uns doch egal. Sehr schön. Wir sollen eine weitere Toilette bauen. Ah, das wurde erweitert. Guck mal, wir haben jetzt auch das Riesenrad. Gut, dann bauen wir noch eine Toilette. Wenn das Spiel das von uns möchte, bauen wir noch eine. Hier. Bauen wir noch eine. Gerne hier hinten hin. Damit die nicht zu nah an der anderen ist. Wir haben unseren Park ein wenig erweitert. Sehr schön. Riesenrad ist auch da. Das können wir auch gleich mal fahren. Ja, mein süßester täglich. Mir ging's schon mal besser. Aber auch schlechter. Und dir? Mir geht's großartig, mein Parzi. Mein Parzi. Du bist jetzt mein Eigentum. Das war ein Versprecher, aber... du bist jetzt mein Eigentum. Riesenrad, 17 Euro ist in Ordnung, oder Parzi? Ich glaube, das ist angemessen für so eine Attraktion. Schau dir an, mit was für einer Mordsgeschwindigkeit man hier Spaß hat. Ich glaube, das ist angemessen. Der Park hat immer offen, das wird gefährlich, sagt Dendrolu. Ja, wir sind immer für euch da. Und kostenfrei.
Der Eintritt ist kostenfrei. Lieber Parzi, was können wir denn machen, damit es dir besser geht? Das wollte ich dich noch fragen. Nachdem ich hier von den 17 Euro Riesenradkosten ein wenig verzaubert wurde. Was können wir machen, damit es dir besser geht? Also, wir haben dazu bekommen das Riesenrad. Wir haben dazu bekommen ein Softdrink-Shop. Passt für unsere Erwachsenen nicht so super, aber soll es dabei bleiben? Nachdem wir es ein bisschen teurer gemacht haben. Guck mal. Guckt mal. Das ist so ein bisschen Planet Zoo-mäßig. Ich wollte das ganze Ding antippen. Man kann hier wirklich die einzelnen Sachen hier auch antippen und verändern. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Also wir machen es mal ein bisschen teurer hier. Das ist schon wichtig. Zitroneneistee muss 4 Euro kosten. Klassische Cola bleibt bei 4 Euro. Zuckerfreie Cola, nee, das ist... Wir sind doch hier kein Park, der gesund ist. 6 Euro. Semus-Bananen-Smoothie. Dann sind wir wieder bei den Vegetariern, die wir ein bisschen ausnehmen müssen. Beziehungsweise bei den Hipstern. Vegetarisch ist ja hier alles. Schwarze Limo mit Lakritze. Sonderangebot für 7 Euro. Tamarindlimonade auch Schnapper. 7 Euro. Wer es haben will, kriegt es. Wer es nicht haben will, holt sich was für 4 Euro. Das passt. Es reicht schon hier zu sein, da werde ich abgelenkt. Das freut mich sehr. Ich hoffe, wir können dich ein wenig ablenken, mein Lieber. Parzi und Thekli sind die nächsten Heiratswilligen, sagt Balatrin. Wird wohl eine Doppelhochzeit auf dem Community-Treffen. Ich hoffe, dass ich mit Parzi auch nochmal ein wenig Zweisamkeit genießen kann. In diesem komischen Real Life, das wird schön. Und bei dir täglich geht's mir ja so oder so sofort besser. Das hört sich doch schön an. Das freut mich sehr. Und wem etwas hier so gar nicht gefällt, ist leider der liebe Dendrolu. Der sagt, das ist hier ganz schön ekelhaft alles. Das ist so richtig, richtig, richtig ekelhaft. Und demnach müssen wir noch ein paar Mülleimer verteilen. Aber wir sind halt auch so wellige Typen. Das heißt, wir holen uns wellige Mülleimer. Die kommen dann mal hier hin. Überall, wo wir sehen, die... Das sind so kleine Schweinebacken. Ja, wenn man das sagen kann, dann muss es ein bisschen wellig werden. Wir hauen hier einfach überall Mülleimer hin. Das ist ja wirklich nicht mehr tragbar. Das ist nicht mehr tragbar hier. Nee, ich stelle noch weitere auf. Das ist mir egal. Tutorial will nicht mehr, dass wir was aufstellen. Wir müssen das... Guck mal, komm hier raus und machen sofort Dreck. Was ist das denn? Ekelhaft sowas. Ekelhaft. Stellen wir auch nochmal einen auf, denn wir werden die Wege miteinander verbinden. Was hier gleich los ist, weiß ich nicht. Aber das ist ein Achterbahnbogen, das heißt, hier werden wir gleich eine Achterbahn bauen. Schau mal, das wäre doch cool. Okay. Geht es wieder hoch? Ja. Ja. Am 16. April waren wir noch bei 18% Sauberkeit. Jetzt sind wir bei 26. Das geht wieder hoch. Alles gut. Und jetzt können wir auch Reinigungskräfte einstellen, um die Mülleimer zu leeren. Als würden wir nach Dendrolu schreien. Als würden wir nach Dendrolu schreien. Wir können neue Reinigungskräfte anstellen. Das sind die, die wir gerade haben, oder? Ja. Können die feuern und so weiter. Wir haben jetzt jemand Neues eingestellt. Wir sollen 4 neue einstellen, das machen wir mal. Und die Spaßwertung soll auch hoch gemacht, auch gesteigert werden. Und das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Erstmal wollen wir ein bisschen ins Personal rein, denn im besten Fall könnte ich euch ja jetzt umbenennen. Wenn das geht, wäre das so schön. Ich möchte euch so sehr umbenennen. Ich möchte, dass das hier Dendrolu wird. Es geht leider nicht. Das wird es hundertprozentig geben im Hauptspiel später. Hundertprozentig. Dann werdet ihr alle hier eingestellt. Und Dendrolu, du bist hier der Meisterreiniger. Damit das hier nicht nochmal passiert. Dann haben wir Mo hier hinten als Burgerbrater.
Wo packen wir Pazzi rein? Pazzi? Also entweder bist du unsere Klofrau. Da würde ich dich sehen. Oder das hier. Du kannst es dir aussuchen. Das hier könntest du auch sein. Das ist auch ein spannender Beruf und vor allem sehr abwechslungsreich. So fände ich es gut. Sollten eine Müllgebühr zahlen, finde ich auch. Passiert nichts, wenn du auf den Namen klickst. Nee, leider nicht. Leider nicht. Ich zeige es euch nochmal. Ich gehe auf Edit Kohl und klicke rauf wie ein Weltmeister. Rechtsklick, macht es weg. Geht leider nicht. Geht leider nicht. Okay, Pazzi ist die Klofrau. Finde ich auch gut. Du hast eine perfekte, ideale Preispolitik. Du kannst gern auch nochmal einen draufsetzen. Also wenn du der Meinung bist, hey, 2 Euro reichen dir nicht, du kannst gern nochmal was draufsetzen. Da hast du sogar das Trinkgeld behalten. Da habe ich kein Problem mit. Also, guck mal, das Objektgruppe bearbeiten. Kann ich die Toilette umbenennen? Standardtoilette 2. Das wird es hundertprozentig geben, wenn das Spiel rauskommt. Das wäre so schön, wenn wir auch die Läden umbenennen könnten. Das hätten wir sonst auch nach Pazzi jetzt benannt, aber es geht leider noch nicht. So, wir brauchen jetzt ein Fahrgeschäft. Und das werden wir angehen. So. Das Fahrgeschäft gehen wir an. Und zwar haben wir das hier oben. Fahrgeschäfte, die Erwachsene ansprechen. Hier können wir es direkt filtern. Und ich hätte gerne Achterbahn. Aber es geht, glaube ich, nicht. Ansonsten, was mögen Erwachsene? Ja, Ring of Fire haben wir schon. Piratenschiff haben wir schon. Da bleibt als Viererwertung tatsächlich nur noch der Tempel der Medusa übrig. Und dann bauen wir den Tempel der Medusa. Hier vorne direkt. Warum nicht, oder? Haben wir direkt zum Start eine Attraktion. Finde ich eigentlich ganz nett. Und die gehen dann hier hinten raus. Schön zum Burgerladen. Nein, hier vorne hin irgendwie. Irgendwie so. Da muss natürlich der Mülleimer einmal kurz umgesetzt werden. Dahin. Und das ist der Tempel der Medusa. Da fahren wir auch gleich nochmal mit. Brauchen jetzt erstmal so einen Weg, damit die Leute überhaupt reinkommen. Wir halten hier den Holzweg. Denn wir sind selten auf dem Holzweg. Aber manchmal sind wir auch das. Hui. Hui, hui, hui. Ja. Irgendwie so. Ja, und dann geht es hier gerade ran. Dann können die direkt reingehen. Können die direkt reingehen. Und gibt es hier irgendwelche Möglichkeiten, Müll hinzuschmeißen? Ja, ihr schmeißt ja immer noch Müll hier hin. Das ist ja der Wahnsinn. Können wir das klonen? Ja. Wir hauen hier noch einen Mülleimer hin. Hier ist zwar, glaube ich, einer integriert, oder? Niemand weiß es so recht. Aber direkt zum Start einen hinstellen ist vielleicht auch nicht verkehrt. Das sind halt alles Dreckspatzen hier. Richtige Dreckspatzen. Kurze Warteschlangen. Sonst stehen die unnötig lange an und kaufen nichts. Ich mag die Art, wie ihr denkt. Ich mag die Art, wie ihr denkt. Wo habe ich das Zerstören-Symbol? Wo kann ich Dinge zerstören? Einfach anklicken, oder? Anklicken. Jawohl. So muss es sein. So. Und dann zerstören wir auch das. Wie gesagt, alles sehr, 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 sehr intuitiv. Okay. Und das gefällt mir soweit. Und dann gehen wir natürlich weiter und schauen uns gleich auch mal an, wie das Ganze hier performt. Das bedeutet, wir spulen ein wenig vor.
Gibt schon einige, die rein wollen. Profitabilität stand von vornherein ist jetzt nicht so mega dolle. Deswegen machen wir es mal ein bisschen teurer. Und fahren auch gleich mal mit. Ja, sieht schön aus. Hi, du. Ja, gut, dann schauen wir uns mal an, was die Medusa uns so zu tempeln hat. Schauen wir mal. Wenn die Schlange voll ist, gehen sie vielleicht erst noch einen Burger essen. Hoffentlich einen vegetarischen. Und jetzt fahren wir hier mal mit. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Wir drehen uns und drehen uns nochmal in uns selber. Oh Gott. Mir wird schlecht. Medusa. Medusa. Was machst du mit mir? Hilfe! Medusa! Das ist ganz ekelhaft! Hilfe! Wieso hilft mir keiner? Gott! Lieber Gott im Himmel, bitte! Und wir... Oh Gott, ich... Und wir schauen uns das mal aus dieser Perspektive an. Die ist aber auch nicht viel besser, ehrlich gesagt. Oh Gott, die ist auch nicht viel besser. Aber hey... Wir drehen uns im Kreis und sind glücklich darüber. Das ist doch auch ganz nett. Ja gut, dann war es das auch schon wieder. Schlange ist voll, das heißt, die anderen können Burger essen. Absolut genial. Schön, 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 schön. Ring of Fire wird gar nicht so angenommen, obwohl wir es günstiger gemacht haben. Wie sieht es denn mit dem Riesenrad aus? Ist noch gesperrt oder was? Nein. Da sind nur nicht viele drin. Das werden wir nicht komplett mitfahren. Da werde ich ja... Also das ist mir ein bisschen zu langweilig. Also... Hui! 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 Geh mal lieber in diese Ansicht. Ja, Riesenrad ist halt Riesenrad. Aber da haben wir auch schon gesehen, dass es sehr, sehr verrückte Riesenräder gibt später. Da würde ich dann wirklich gerne mal mitfahren. Freude pur auf dem Riesenrad, ja. Dann doch lieber diesen Ring of Fire, den ich jetzt auch nicht so spannend finde. Aber was ich spannend finde, sind Animateure. Wenn ihr alle super bezahlt, ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir können euch ja auch mal ein bisschen runtersetzen. Es muss ja profitabel bleiben. Ja, guck mal. Alle werden hier profitabel bezahlt. Das ist, also es ist ja nicht wenig, was die bekommen. Na, vielleicht hier die mit 3-Sternen-Erfahrung, die bekommen ein bisschen mehr. Okay. Die mit 3-Sternen-Erfahrung bekommen ein bisschen mehr. Das kann ich sonst nicht. Ja, okay. Oh, schaut mal, das wurde automatisch übernommen. Das bedeutet, du bist ein Azubi. Du bekommst dann gefühlt gar kein Gehalt. Die Auszubildenden bekommen das hier. Das ist ein fast faires Modell, würde ich behaupten. Also fair ist immer die Frage, aber wir holen mal ein paar Animateure. Ich weiß nicht, wie viele sollten wir holen? 6 Stück. 6 Animateure. Jawohl. Und wir gucken mal, wie sieht's denn so aus bei den Animateuren? Alle keine Erfahrung. Gott, oh Gott, oh Gott. Runter von meiner Gehaltsliste. Das ist... Ja, schön. Schön, schön, schön. Da liegt noch Dreck. Das wird vom Lohn abgezogen. Aber sowas von. Dendrolo ist hier wirklich unser Reiniger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was sehe ich denn hier? Das geht ja wohl gar nicht. Also hier müssen wir auch nochmal ein bisschen... ...bisschen für Mülleimer sorgen. Man hat echt manchmal das Gefühl, wenn der Mülleimer 3 Meter weit zu weit hinten steht, dann hauen die alles auf den Boden. Solche Schmutzfinken. Aber so sollte es passen. Okay, wunderbar.
Als nächstes brauchen wir eine Parkattraktivität von 150. Achso, die haben wir doch auch, oder? Eine durchschnittliche Parkattraktivität von 150. Das ist nicht hundertprozentig gegeben. Aber fast. Geht in die richtige Richtung. Wenn die Animateure jetzt ein bisschen Gas geben, sollte es passen. Finden wir die vielleicht auch in der Suppe der Menschen? Wir klicken mal auf einen. Irene. Ach, da sind sie. Das wäre ein perfekter Job für mich. Einfach mit dem Megafon vorne hinstellen. Ist es so sinnvoll, dass alle Animateure zu viert dieselbe Gruppe bespaßen? Ist das hier... Okay, die werden jetzt auch schlecht bezahlt. Ich kann mich jetzt nicht beschweren, aber... Ist das Sinn der Sache? Man weiß es nicht genau. Denen fehlt ein Kostüm, ja. Die brauchen schöne Kostüme. Und Wegfindung brauchen sie auch noch ein bisschen. Und alle wieder zusammen auf eine Gruppe. Naja, ich will es mal nicht hinterfragen. Aber das wäre mein Traumjob wahrscheinlich. Es ist echt schon voll mittlerweile. Und es sieht auch gar nicht so verkehrt aus. Und dabei haben wir nur Fahrgeschäfte, die standardisiert sind. Und wir haben noch keins selber gebaut. Das wird aber auch noch kommen. Parkattraktivität von 150 erreichen. Das sollte doch gleich passen, oder? Riesenrad macht extrem Verlust. Machen wir es wieder auf 15 runter. Wahrscheinlich geht hier keiner rauf, weil es so teuer ist. Ich fand schon 15 viel zu viel, ehrlich gesagt. Aber wie teuer ist denn so ein Riesenrad im Unterhalt? Rentabilität von 4 Sternen, okay. Spaßwertung 1, ja, so sehe ich das nämlich auch. Es geht halt gar keiner darauf. Keiner geht aufs Riesenrad. Wir setzen den Preis mal runter auf 5. Wir können ihn ja immer noch hochsetzen später. Nur mal zu gucken, ob dann das Riesenrad angenommen wird. Weil jetzt ohne Besucher ist es jetzt auch nicht so cool. Ja, jetzt gehen auch mal welche rein. Wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal. Da fehlt noch Deko, absolut. Absolut, aber wir können, glaube ich, noch keine Deko bauen, oder? Deko fehlt hundertprozentig. Aber wird es hundertprozentig auch geben? Ja, hier nicht verfügbar. Das hier werden Deko-Sachen sein, glaube ich. Achterbahn auch nicht verfügbar, aber vielleicht wird das ja gleich freigeschaltet. Braucht nur eine höhere Parkattraktivität. Das ist auch gerade auf einem guten Weg. Ihr seht das. Das sollte passen. Das sollten wir gleich erreicht haben. Und das haben wir auch gleich erreicht. Sauberkeit auch bei 81%. Das sollte passen. Und jetzt sind hier auch Leute drin. Ja, ja, ja. Ich sehe Leute in den Fahrkabinen. Gefällt mir. Gefällt mir. Parkwertung bei 184 jetzt, sehr stark. Auswirkung der Preisgestaltung auf Parkbesucher. Du hast Meilenstein 2 erreicht, dein Konto wurde um 2000 aufgestockt. Brauchen wir. Wenn du nicht bankrott gehen willst, musst du die Rentabilität erreichen. Und das war gescriptet, dass es zu teuer ist. Wir haben es jetzt mal auf 5 runtergesetzt. Das haben wir eh schon gemacht. Ich prüfe die Gedanken von Besuchern. Und dann sehen wir jetzt hier Preise festlegen und ändern. Wie gesagt, wir spielen eine frühe Version, deswegen gibt es hier noch keine Bilderchen. Aber wir können halt an den Gedanken der Leute sehen, wie sie das finden. So viel bezahlen wir nicht für Riesenrad. Ja, wir hatten extrem viel Spaß. Der Preis ist ein Schnäppchen, sagt sogar jemand. Aber jemand anderes sagt, so viel bezahlen wir nicht. Also auch eine neue. Also die einen sagen, es ist ein Schnäppchen. Oder es sind noch alte Bewertungen, die sind einfach noch oben, weil das noch 7 Leute gesagt haben. Ich glaube, das ist mittlerweile ein Schnäppchen. Ich glaube, das ist ein Schnäppchen geworden. Aber hey, wenn es ein Schnäppchen ist, ist es ja ganz gut.
weil es die Leute hier am Burgerbrater vorbeizieht. Das ist auch ganz gut. Kannst du die Länge der Fahrzeit einstellen? Ich denke beim Riesenrad nicht, oder? Ich glaube beim Riesenrad nicht. Nee, sieht nicht so aus. Es sei denn, ich habe irgendwas übersehen, aber ich glaube Riesenrad... Da geht es nicht, aber sicherlich geht das bei... Bei sowas könnte es vielleicht gehen. Da können wir mal schauen. Wartezeit. Nee. Nee, nee. Aber die Musik können wir einstellen. Und eine Cutscene. Eine Cutscene. Natürlich bringt uns eine Drohne ein Werkzeugkasten, das ist klar. Eine Lootbox. Ein Airdrop. Ein Paket von Sophia. Alles klar. Wo ist denn die Dropbox? Wo ist sie denn? Oder haben wir es jetzt schon? Verkaufe 25 weitere Kurkuma-Goldmilch-Lattes. Natürlich müssen wir Kurkuma-Goldmilch-Lattes verkaufen. Ich will jetzt die Dropbox sehen. Habt ihr gesehen, wo die gelandet ist? Aber die würde uns doch sicherlich markiert werden. Okay, habe ich nicht hundertprozentig verstanden, aber wir werden jetzt mal ein bisschen Kurkuma-Milch-Lattes verkaufen. Und zwar haben wir hier unseren Coffeeshop. Und da können wir sagen, komm, wir nehmen das mal mit rein. Espresso 3,50. Nee, das sind 4 Euro. Latte Macchiato sind 5 Euro. Ganz klar. Wir lassen hier nicht mit uns spielen. Koffeinfreier Vanillekaffee. 5 Euro, sofort. Kaffee Mocha. Mocha. Keine Ahnung. Auch gute 5 Euro, würde ich sagen. Hier auch 5 Euro. Alles 5 Euro hier. Alles 5 Euro. Besucher bezahlen deutlich mehr, solange der Trend andauert. Habe ich 5 Euro gesagt? 7 Euro. Sehr schön. Dann springen wir mal ein bisschen vor, damit wir jetzt noch ein paar Megalattes verkaufen. Wir brauchen hier noch ein paar... Ups, das ist nicht der. Wir brauchen hier wirklich noch ein paar... Na, wie heißen sie? Kurkuma Goldmilchlattes. Und der Preis ist angemessen, sagen die Leute, finde ich auch. Und Dr. Reichenstein geht schlafen. Gute Nacht, mein Lieber. Schlaf gut und vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, du bist erfolgreich gewesen bei Stellaris. Ach, wie schön. Das sieht doch sehr gut aus, oder? Aus dieser Sicht sehen wir fast alle Attraktionen auf einmal. Und die Leute, die reingehen und absolut glücklich sind. Sehr, sehr schön. Wir haben uns hier am Berg aufgehangen. Okay, jetzt sind wir wieder da. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Spaßwertung von 230, Sauberkeitswertung von 95. Damit können wir leben. 750 Leute im Park, 83% Zufriedenheit. 678 Gewinnzone. Das sieht momentan alles richtig gut aus. Das sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Jetzt müssen wir ein bisschen verkaufen. Komm, wir beschleunigen das mal. Aber nur für den Moment. Und sagen, hey, geht heute frei Haus. Aber nur für einen Moment. Die werden jetzt alle die Goldmilchlatte holen. Das wäre blöd, wenn sie es nicht machen. Goldmilchlatte, ja, wird ordentlich verkauft. Das ist aber auch der Banger. Und die gehen zum Mülleimer und befüllen den Mülleimer auch. Das ist der Traum meiner schönsten Nächte, tatsächlich.
frag mich, wo kommen die Leute her? Kann ich dir sagen, hier ist ein Schotterparkplatz. Hier, also, vielleicht nicht für 750 Leute, aber die kommen im Auto auf jeden Fall angefahren. Lohnt sich, hier einmal ein bisschen in die Berge reinzufahren. Doch, hier hinten. Hier hinten ist irgendwas. Hier hinten ist ein großer Parkplatz. Schaut mal, hier ist ein kleiner, hier ist noch ein größerer. Okay. Lohnt sich. Hier ist die Autobahn oder die Landstraße, die Hauptstraße, die hier hinfährt. Landstraße, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Man muss halt schon ein bisschen in Kauf nehmen. Aber das passt schon. Was haben wir denn hier? Ja, hier lebt ein Superreicher in der Einöde. Gefällt mir gut soweit. Wäre cool, wenn man sehen würde, wie die Autos anfahren. Ja, ja, ja. Auch wie die parken und so. Und wenn man auch den Parkplatz managen müsste. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Einfach so ein Parkplatzmanagement. Du musst hier für genügend Plätze sorgen. Oder wenn du nicht genügend Leute reinbekommst, machst du halt dann doch ein bisschen einen Eintrittspreis, damit nicht ganz so viele Leute kommen. Da würde es, glaube ich, viele Möglichkeiten geben. Hotel, sagt Baladrin. Das hier hinten? Ich glaube nicht. Weil du hast ja keinen Anschluss an irgendwas. Du hast keine Infrastruktur. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Vielleicht erfahren wir es noch. Wenn man ein Hotel bauen könnte für den Freizeitpark, fände ich das auch cool. So ein bisschen Disneyland-mäßig. Das wäre auch was Cooles. Das wäre auch was richtig, richtig Cooles. Der Ring on Fire, of Fire ist richtig on fire. Und wir warten kurz auf unsere Goldmilch-Kurkuma-Lattes. Nachts lassen sie einfach die Lichter der Autos an. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ja? Das stimmt. Das stimmt. Noch viermal muss das hier verkauft werden. Viermal noch. Und dann haben wir die Aufgabe erledigt. Viel mehr können wir auch gerade nicht machen. Also können wir schon, aber ich möchte eine Achterbahn oder so bauen. Und mir dafür dann richtig Zeit lassen. Aber es ist schon alles sehr, sehr schön gemacht. Ich glaube, wenn es noch so Kleinigkeiten gibt, wie man kann hier die Läden benennen oder die Mitarbeiter und so weiter, dann hat das hier ein riesiges Potenzial. Ein riesiges Potenzial. Drei Stück noch, ihr Lieben. Ich finde auch schön, dass die nachts auch einfach bleiben. Dass das nachts genauso voll ist wie tagsüber. Mittlerweile extrem profitabel. Ja, also momentan haben wir ein schönes Einkommen von 3.900. Hier, 1.900 Gewinn haben wir gerade. 1.900 Gewinn im Monat, das ist sehr, sehr schön. Und wir müssen noch zweimal Kurkuma an den Mann bringen. Zweimal noch. Wo ist diese mysteriöse Box? Welche mysteriöse Box? Meinst du die hier hinten? Das hier? Oder ach so, du meinst den Airdrop? Gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Aber unsere Mission ist gerade, Kurkuma-Café zu verticken. Und wir haben es geschafft. Und jetzt können wir eine Achterbahn bauen. Jetzt können wir endlich die Achterbahn bauen. Jetzt sind wir soweit. Meilenstein 3 abgeschlossen. Jetzt können wir die Achterbahn bauen. Das wollten wir doch. Besitze eine geöffnete, von Erwachsenen geschätzte oder geliebte Achterbahn. Jawohl. Das wollen wir sehen. Achterbahn, unser Herzstück. Und alle müssen hier durch unsere... Ist es so klug, dass sie auch über diese Seite dahin kommen? Eigentlich wollen wir das hier alles vermarkten. Darum kümmern wir uns später. Ich glaube, das ist erstmal für den Moment okay. Wir bauen jetzt eine Achterbahn. Das wird großartig. Also, als allerwichtigstes ist natürlich, dass wir
Schaut mal, wir können, haben auch Deko mittlerweile. Wir haben auch Deko jetzt freigeschaltet. Wie schön. Was ist das? Gebäudemodule? Also man kann sich die Gebäude auch so richtig Planet Zoo-mäßig zusammenschustern. Jedes einzelne Fenster und so. Das gefällt mir richtig gut. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich sagen, wir brauchen eine Toilette. Wir brauchen eine Toilette hier. Weil die werden kotzen. Wir haben hier zwar eine, wir brauchen noch eine. Und die wird natürlich genauso teuer, ist ja klar. Also 2 Euro mindestens. 2 Euro muss schon sein. Das ist schon angebracht. Okay, und dann brauchen wir natürlich auch Mülleimer ohne Ende. Das ist das Wichtigste, sonst vergessen wir das später. Ohne Mülleimer haben wir ein riesiges Problem am Ende. Weil die werden richtig kotzen. Das ist unser Ziel. Das muss unser Ansatz sein. Und dann geht es nämlich rein in die Achterbahn. Hui. Hui. Ja, wie machen wir das? Die wird irgendwie so aufgestellt, oder? So. Ich denke schon. Wir wollen die natürlich schick machen. Das ist mir wichtig. Wird nach links gerichtet. Jawohl. So. Das ist der Start der Achterbahn. Jetzt geht's los, ihr Lieben. Jetzt geht's richtig schön los. Und wer geht denn da schlafen? Der liebe Sefiko geht schlafen. So, meine lieben Teklionäre, ich verabschiede mich für heute. Wünsche euch noch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Mein lieber Sefiko, ich wünsche dir eine schöne, schöne Nacht. Vielen Dank, dass du so lange wieder mit dabei warst. Und schlaf gut, mein Lieber. Viel Spaß morgen auf der Arbeit oder zumindest einen angenehmen Arbeitsdienst morgen. Richtig, richtig schön. Bau einen schönen Platz davor mit Ständen zum Essen und Trinken. Ja, vielleicht machen wir das. Wir haben verschiedene Aufhänger. Jeder Aufhänger hat Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Und okay, also wir müssen jetzt mal kurz überlegen, wie das Ganze funktioniert, damit wir es auf Erwachsene abstellen können. Wir können die verschiedenen Aufhänger können wir sehen. Und wir sehen auch die Werte und wie sich das auf die Attraktion und auf die Attraktivität auswirkt. Und die haben verschiedene Bedingungen und Vorlieben. Und die Bedingungen müssen auch erfüllt werden und das sehen wir dann am Streckentest. Mit Höchstgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit und so weiter, ob das funktioniert. Okay. Wir werden uns jetzt ranwagen. Bremse, Kettenlift. Natürlich, das geht erstmal los mit dem Kettenlift, würde ich behaupten. Jede gute Achterbahn beginnt mit dem Kettenlift. Wollen wir die Achterbahn noch einmal über unsere Dings hier rüberführen, ja, oder? Das ist doch der Standardplan. Und dann hier über die Berge. Ich weiß halt nicht, wie weit wir kommen. Aber, na, wahrscheinlich dürfen wir hier nicht über der Straße bauen, aber das wäre schon cool hier so drumherum oder so. Wir gucken einfach mal. Wir lassen uns einfach mal treiben. Wir lassen uns einfach mal treiben, aber versuchen über unsere Karte zu gehen. Und wir können auch gern mal schön hochgehen. Was ist eine schöne Höhe? Eine schöne Höhe ist, wenn wir einmal zumindest über dem Riesenrad waren. 70 Meter Höhe dauert halt lange. Es dauert halt lange, bis die Achterbahn oben ist. Aber umso spaßiger wird's danach. Direkt hoch. Finde ich gar nicht verkehrt. Klingt gut, sagt ihr. Okay. Und dann? Mo, mein lieber Burgerbrater!
Ich danke dir, mein Lieber, dass du heute dabei warst. Vielen Dank für dein Follow. Schön, dass du dich eingebracht hast. Ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es heißt, die Bürger kostenlos unter die Menschen zu bringen. Wir gucken uns mal verschiedene Module an. Station Wagenlift. Jetzt können wir jetzt sehen, was die Leute cool finden. Okay, es gibt hier auch verschiedene vorgefertigte Sachen. Aber wo kann ich jetzt sehen, dass die Leute das cool finden? Wir brauchen ja Erwachsene. Wir brauchen ja was für Erwachsene. Oh, ich habe, glaube ich, eine coole Idee. Wir fangen erstmal standardmäßig an. Gehen jetzt hier rüber. Irgendwie so. Und dann gehen wir runter mit dem normalen Gleis und schön in Sturzflug. Schön in Sturzflug und dann gehen wir nämlich einmal komplett durch und... Oh, ich habe eine richtig geniale Idee. Einmal richtig schön durch unsere... Ihr seht, was ich will, oder? Das geht, glaube ich, nicht, oder? Schade. Durch unseren Ring of Fire, doch, das geht. Oder? Kriegen wir das hin? Nee, ich glaube, wir können nur links und rechts vorbei. Das wäre so schön, wenn wir durch den Ring of Fire durch könnten. Na gut, aber trotzdem sollten wir es hinbekommen, dass wir hier einmal runterkrachen. Über die Köpfe der Leute hinweg. Und vielleicht können wir jetzt mit einer Kanone da durchschießen. Ich frage einfach nur, ob das geht. Würde wahrscheinlich gehen. Wenn wir das hier noch steiler bringen. Und dann die Kanone da hinterher setzen. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Jawohl. Das funktioniert nämlich. Und dann ganz knapp über die Leute rüber. Ja. Das sieht doch gut aus. Und dann hier nämlich ganz knapp am Berg vorbei, dass die Leute hier richtig Angst bekommen. Und dann geht nämlich jetzt hier der erste Looping los. Wir gucken mal, ob wir hier so ein Fertig-Looping bekommen. Korkenzieher rechts. Jawohl. Gefällt mir. Was mir auch gefällt, ist das Gusan. Gusan mit Dazustöß. Einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei den Teklonären. Wir spielen Park Beyond. Das bringt richtig Spaß. Einen wunderschönen guten Abend. Wir probieren uns gerade noch so ein bisschen aus mit der Achterbahn. Ich glaube, die ist aber ganz fies schon. Schön, dass du da bist, lieber Gusan. Wird jetzt ein bisschen gekorkenziert, damit die hier schon mal wissen, worauf sie sich einlassen? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, sowas von. Wir hauen hier die Korkenzieher raus und müssen jetzt nochmal hochgehen. Das ist klar. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal den Kettenlift. Und dann wird es nämlich gleich richtig abgefahren. Da gehen wir sogar einmal höher noch. Da gehen wir auf 80 Meter. Und gehen hier auch einmal rüber. Und dann geht es nämlich jetzt richtig ab.
Wir hauen uns jetzt eine Rampe rein, ihr Lieben. Es geht jetzt hier nämlich runter. Und dann fliegen wir nämlich mit der Rampe wieder hoch. Das wird richtig cool. Das wird richtig, richtig cool. Und dann schön wieder über unseren Park rüber. Oh ja, das ist, glaube ich, richtig schön. Und vielleicht können wir jetzt auch noch mal irgendwas Ekelhaftes hier machen. Wie sowas zum Beispiel. Kommen wir hier nochmal drunter? Ah, ich glaube, da kommen wir nicht mehr drunter, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe jetzt hier ein bisschen zu übertrieben. Das heißt, wir müssen diesen Abschnitt einmal doch nochmal weghauen. Ja, und den Abschnitt doch nochmal weg. Das war ein bisschen zu übertrieben. Aber schön war es trotzdem, von der Idee her. Was hätten wir noch? Ein Wagenlift. Das kann Wagen von ihren Zügen trennen. So einen alternativen Weg bauen. Oh mein Gott. Wir können einen alternativen Weg bauen. Was ist hier das Problem? Was ist hier das Problem? Okay, der Looping will hier irgendwie nicht. Dann bauen wir den Looping hier schon mal weg. Dann brauchen wir den nicht mehr. Dann kommt der weg. Ich liebe solche Games seit Gusan. Ich auch. Ich auch. Es ist so schön. Es ist so schön. Aber wir haben jetzt hier noch nicht viel gebaut. Wir sind jetzt noch so ein bisschen im Tutorial-Modus gewesen. Und wir gucken mal, ob wir jetzt hier eine schöne Achterbahn hinbekommen. Im First Try sozusagen. Und vielleicht kriegen wir hier auch noch mal ein bisschen Geschwindigkeit hin. Vielleicht kriegen wir hier noch irgendwas hin, was uns Geschwindigkeit gibt. Off-Rail bringt uns nichts. Ja, ich glaube, eine Kanone ist hier einfach mal sinnvoll. Damit wir noch mal ein bisschen Geschwindigkeit hier reinbekommen. Was ist denn hier passiert? Ach so. Das war ja die normale Kanone, die erste Kanone. Dann holen wir uns hier nochmal eine zweite. Für mehr Geschwindigkeit. Ja, dich muss ich ein bisschen höher setzen. Kanone neu ausrichten. Ach, ich kann dich nur so tief runterschießen, weil du so tief unten bist. Ah, okay. Okay, okay, okay. Dann müssen wir hier doch nochmal ein bisschen feinjustieren. Das ist leider jetzt... Da haben wir leider gerade nichts anderes... Keine andere Wahl. Aber ich glaube, wenn wir dann hier mit dem Kettenlift loslegen, das dann hier verbinden, sollte es passen, oder? Ich glaube, ja. Dann geht es jetzt hier wieder hoch. Hier haben wir die Rampe. Und dann haben wir hier den Wagenlift. Dann können wir hier oben auch weiterbauen. Das ist ja so cool. Können wir die dann auch wieder zusammenführen? Ich weiß es halt nicht. Aber schön sieht's schon aus, oder, ihr Lieben? Schön sieht's schon aus. So will ich sehen. Das mit der Gabelung verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Wir bauen halt einfach... Wir bauen halt einfach zwei Wege. Ich weiß auch noch nicht, wie das funktionieren soll. Wir machen das mal hier weiter und machen das hier weiter. Ja, niemand weiß, wie das funktioniert. Soll uns egal sein. Wir werden schon irgendwie herausfinden. Was gibt es denn hier noch? Zwei Wegegabelung. Auch hier können sich die Wege trennen, interessanterweise. Können wir die dann hier nämlich wieder zusammenführen? Ist das so gewollt?
Die Kurve ist zu steil. Nee, ich hab's noch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Wir verlassen diesen Weg vielleicht doch nochmal. Dieser Pfad wird doch nochmal verlassen, ihr Lieben. Weil sonst haben wir ein riesiges Problem. Wenn wir das nicht zu Ende gebaut bekommen, dann haben wir ein zu großes Problem. Was gäbe es denn hier noch? Wagenlift-Kreuzung. Pass auf, dass keiner zusammenstößt. Also ich glaube, hier sind echt witzige Sachen machbar. Aber nicht jetzt für jetzt. Wir hauen jetzt hier nochmal eine Kanone rein. Und dann führen wir das Ganze zum Ende und machen mal eine Testfahrt. Und dann machen wir mal eine Testfahrt. Wir müssen uns das erstmal anschauen, was wir hier gebaut haben. Aus der Ferne her, muss ich sagen, sieht das aus wie eine richtig coole Achterbahn, die einmal komplett sich um den ganzen Park schlängelt. Instandhaltung ist richtig teuer, wir haben das Geld gerade nicht, ist mir aber egal. Denn diese Achterbahn, für die werden viele Leute kommen. Wir fahren einmal mit, wir fahren einmal mit. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Es geht langsam hoch und die Spannung steigt. Herzklopfen, aber sowas von. Und jetzt können wir kurz die Aussicht genießen. Jetzt können wir kurz die Aussicht genießen, hier runterschauen, uns den Park anschauen, was auch ziemlich cool ist. Und jetzt sehen wir auch schon den Abgrund, der gleich kommt. Hebt schon mal eure Hände und wir sehen, es geht später nochmal höher. Hebt schon mal eure Hände, es geht los. Oh mein Gott. Und das ist cool, dass das durch den Ring of Fire durchgeht. Das ist richtig cool, dass das so gut funktioniert. Und hier kommen wir jetzt auch richtig schnell hoch. Das hat gut funktioniert. Na, vielleicht vielleicht am Ende nicht mehr hundertprozentig, aber das war gut, dass das so schnell ging, damit es jetzt hier nur noch diese kurze Spannung gibt. Es gibt den Klimax. Der Klimax ist aber nur kurz und dann geht's wieder runter und zwar richtig ekelhaft und dann gehen wir auf die Rampe rauf. Und das war knapp, aber hat funktioniert. Nochmal schön in eine Kanone rein und dann sind wir auch schon durch. Ich würde sagen, ist eine coole Achterbahn. Und sie geht auch nicht zu lange, oder? Sie geht, glaube ich, nicht zu lange. Test war erfolgreich. 90 Sekunden. Das ist vollkommen in Ordnung, finde ich. 90 Sekunden für eine Achterbahn ist gut. Maximalhöhe 80 Meter. Finde ich nett. Wir haben 4 Module benutzt. Man legt eine Distanz von 1 Kilometer zurück. Durchschnittsgeschwindigkeit 46 km/h, Höchstgeschwindigkeit 147. Ich glaube, das ist in Ordnung. Wir haben keine Inversion. Das ist wahrscheinlich... Inversionen sind wahrscheinlich Loopings und so, ne? Kann ich mir gut vorstellen. So kann ich es mir sehr gut vorstellen. Und ihr habt richtig mitgefeiert. Das finde ich sehr schön, ihr Lieben. 120 Höhenmeter und 3 graue Haare. Reicher. 147 km/h, da kann man wirklich nicht mit meckern, glaube ich. Wähle einen Aufhänger für deine Attraktion aus. Ja, was ist ein Aufhänger? Diese Steigung, kann ich dich als Aufhänger nehmen? Empty Hook Slot. Wir suchen erstmal was aus, was für Erwachsene cool ist, aber ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Bis zum Mond. Der Zug muss eine Höhe von 50 Meter über dem Boden erreichen. Und das hätten wir uns vielleicht früher mal anschauen müssen. Der Zug muss mindestens 1 Kilometer zurücklegen. Ja, Besichtigungstour ist es ja. Es ist ja eine Besichtigungstour. In gewisser Weise. Gerade wenn man hier diese Stellen geht, kann man richtig schön sich den Park anschauen. Das lieben Erwachsene. Weiter geht's nochmal auf Erwachsene. Bis zum Mond. Also, bis zum Mond hätten wir erreicht. Der Zug muss eine Höhe von 50 Meter über dem Boden erreichen. Oder Hügellift. Was finden die besser?
Nee, beides finden die nicht so super geil. Aber anderen Kram auch nicht. Dann würde ich sagen, nehmen wir bis zum Mond, weil Teenager das dann auch ein bisschen witzig finden. Höhe von 50 Meter. Haben wir locker erreicht. Können wir noch einen Aufhänger nehmen? Nein. Impossification erforderlich. Okay. Editor verlassen. Willst du diese Attraktion bauen? Aber sowas von. Aber sowas von. Erwachsene sind richtig glücklich. 10 Euro können wir mal ausprobieren, ob das reicht. Ist noch kein Eingang gebaut. Alles klar. Sicherheit ist auch super. Ich meine, was will man mehr? Wir haben noch keinen Eingang gebaut. Ja. Ich verstehe die Problematik. Aber das können wir ändern. Das können wir ändern. Das kriegen wir hin. Das sollten wir hinbekommen. Also, wir gehen hier rauf und holen uns hier einmal den Holzweg. Ein Objekt ist im Weg. Nicht euer Ernst. Dann gehen wir hier auf den Boden. Und dann hier direkt beim Klo. Dann enden wir hier direkt beim Klo. Wunderbar. Das sieht doch gut aus. Und dann gibt es hier schon die Erhöhung. Ja. Ja, ja. Das passt. Das passt. Und jetzt gibt es natürlich auch ein bisschen Deko, was wir dazu bringen können. Szenerie. Und wir haben ja natürlich so ein bisschen... Das sieht halt so hässlich aus. Gibt es ja auch gute Deko? Gibt es eine Deko, die wir mitnehmen können? Hufeisenbogen. Ja, wir könnten sagen, hey, das hier ist der Hufeisengang. Geht nur in die falsche Richtung. Was ist, wenn ich mich bewege? Ich kann ihn nicht drehen. Dann lassen wir den Bogen. Also ich finde Deko ja schön und gut, aber das ist halt alles sehr hässlich. Müssen wir, also muss ich leider zugeben. Das ist alles sehr, sehr hässlich. Ja, sowas können wir machen. Hier so eine Rakete, die einfach zeigt, hey, hier geht's wirklich zum Mond. Ja. Vielleicht ein bisschen höher noch. Ich weiß nicht, so richtig hübsch ist es alles nicht, aber ihr seht ja selber, dass die Auswahl noch nicht so wunderhübsch ist. Feuerstrahler. Ja. Warum denn nicht hier Feuerstrahler hinsetzen beim Eingang direkt? Schaut mal hier. Wenn man hier sagt, direkt, wenn man loslegt, hat man hier so ein paar Special Effects. Warum die jetzt in der Luft schweben, weiß ich zwar nicht. Die Rakete ja auch. Nee, das gefällt mir nicht, wenn es in der Luft schwebt. Ich dachte, dann ist so ein... Dann ist so irgendwas da drin. Ich hasse mein Leben. Ich hasse alles. Ich habe nicht den Feuerstrahler abgebaut, sondern die Achterbahn. Bitte habt eine Autospeicherung. Ich hasse alles. Ich hasse alles. Leute. Leute, ihr habt es gesehen. Guck mal. Ich wollte nur kurz vorbeischauen und dir gratulieren. Du meine Güte. Langsam, Phil. Ich sagte, ich wollte. Ich bin nicht sicher, ob ich das schon kann. Ja, ich sehe, wie sie leibt und lebt. Wozu wollte sie uns denn gratulieren?
Das hatten wir eben noch nicht, aber schön. Es ist lieb von ihr. Also, wir haben jetzt hier alles gebaut. Nicht wahr? Genau. Wir wollten jetzt ein bisschen Deko bauen. Aber wir haben nichts Cooles gefunden, leider. Ihr habt gesagt, Flutstrahler wären cool. Witzig wäre hier auch so eine Straßensperre. Zutritt auf eigene Gefahr. Oder der Ausstieg ist einfach gesperrt. Okay, das lassen wir. Nebelstrahler. Also ich will es schon auf dem Boden haben, weil ich finde das nicht immersiv genug, wenn das sonst... Wenn das irgendwo hier rumwedelt in der Luft. Aber sieht man das? Von drin. Ich weiß es nicht. Aber wir nehmen es mal mit. Einfach weil es cool aussieht. Okay. Okay, dann haben wir das. Konfetti-Maschine. Wenn sie ankommen. Vielleicht. Aber es bläst nicht hoch genug, leider. Aber man könnte hier sagen, hey, ihr habt es geschafft. Also ich bin nicht so 100% überzeugt, muss ich sagen, von den Möglichkeiten hier. Aber wir nehmen es natürlich alles mal mit und stellen das alles mal auf, damit wir das einfach mal alles gesehen haben. Bandit mit Revolver. Ja, auch den könnten wir hier mal aufstellen. Warum hängen die denn immer so ein bisschen in der Luft? Ich kann den nicht weiter runterstellen, leider. Kann ihn nicht weiter runterstellen. Das sieht ja blöd aus. Das sieht ja super blöd aus. Also hochstellen kann ich ihn, aber das hier ist das Niedrigste. Ja, ob das jetzt so super schön wird, weiß ich nicht. Aber es fehlen so ein bisschen die Möglichkeiten, finde ich. Aber wir sind ja hier auch noch in einer sehr frühen Phase und das ist definitiv zum jetzigen Zeitpunkt nicht deren Hauptmerkmal. Und das ist auch super einfach dann hinzuzufügen. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwann, das weiß ich jetzt nicht, aber DLCs und so könnte ich mir vorstellen. Drop Tower Kapsel. Feuertafel. Hier ist es richtig feurig. Naja, ich bin nicht so richtig überzeugt von den Deko-Möglichkeiten bis jetzt. Jawoll, hier ist es richtig. Hui, da wird mir hitzig, wenn ich das sehe. Na gut, wir lassen es dabei. Wir belassen es dabei. Die Achterbahn finde ich aber richtig cool. Die Achterbahn finde ich richtig cool. Wo fährt die denn gerade? Wo ist die gerade? Wo bist du, Achterbahn? Ach so, hier. Die fährt jetzt los. Großartig. Können wir das mal auch aus dieser Sicht ansehen? Eieiei. Also diese Sicht ist auch nicht für schwache Nerven, würde ich behaupten. Schauen wir uns das auch mal von dieser Fläche an. An Oberfläche anheften. Okay, cool. Vielen Dank für den Hinweis. Habe ich nicht gesehen eben. Und RLP will die Achterbahn in Aktion sehen. Komm. Dann werden wir jetzt für die spannende Phase nochmal für RLP mit reinfahren. Dann siehst du es auch nochmal. Oh mein Gott, jetzt geht's runter. RLP, nur für dich. Das ist deine Sonderfahrt hier. So, jetzt geht's wieder hoch. Jetzt gibt's so ein bisschen Sightseeing. Jetzt kann man sich nochmal schön den Park anschauen. Das ist ganz cool.
Und dann geht's gleich nochmal richtig schön ab. Und zwar... Und zwar... Und zwar jetzt. Ab geht die wilde Fahrt. Mit Rampe. Boah, das war knapp. Wenn wir nochmal durch die Gegend geschossen und das Ganze ist am Start. Ja, so ein bisschen sieht man die Nebelmaschinen hier vorne. Und dann werden sie mit Konfetti begrüßt. Ja, das sind so Spielereien, die mich jetzt nicht so abgeholt haben. Ich hab gesagt, hier unten gibt es was an Oberfläche anheften. Wir könnten einfach sagen, das sind einfach so kleine Tröten, die aus dem Boden rauskommen. Weil ganz auf an dem Boden anheften konnte ich es nicht. Ihr habt es gesehen. Das ist gerade auf Anheften. Und dich kann ich hier auch drunter ziehen. Ich glaube, das ist nicht gewollt, dass das so geht, aber wir machen es einfach mal. Dann sieht es nämlich nicht mehr ganz so hässlich aus. Und bei euch... Können wir auch nochmal schauen. An Oberfläche anheften. Dann kann man zumindest selber so ein bisschen entscheiden, wie tief man es haben möchte. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Auf der anderen Seite auch. Ja, irgendwie so. Naja, ist jetzt nicht das Spannendste auf der Welt, aber passt schon. Du stehst da gut. Wunderbar. Vielleicht können wir die Nebelmaschinen ja auch jetzt ein bisschen... Können wir euch auch ein bisschen fancier machen? Ja, schaut mal. Setzt euch einfach hier rein. Setzen euch einfach hier rein. Ja, warum nicht? Also ich glaube, man kann sich dann wirklich auch in diese ganzen Details verlieben und könnte hier zum Beispiel alles mit Nebel machen und so weiter. Aber das wollen wir nicht. Aber jetzt zum Start finde ich es irgendwie ganz, ganz cool. Zum Start kann man das mal machen. So. Dass man auch so ein bisschen das Gefühl hat, hey, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwie ist die Bahn kaputt. Da ist irgendwas kaputt dran. Ja, ist in Ordnung, oder? Das hier ist natürlich Trollkram gewesen, aber okay, das sollte passen. Sehr schön. Sehr schön, die Achterbahn fährt, da fährt sie. Und... bildet sich auch perfekt rein in unser Gesamtkonstrukt, wenn wir uns mal den Park anschauen. Wenn man reinkommt. Man sieht dann hier schon die große Achterbahn. Macht schon Lust auf mehr. Aber auch nicht zu präsent. Finde ich, ist ganz gut gelungen. Ist ganz gut gelungen, ihr Lieben, oder? Für die erste Bahn ganz gut, sagt Dendrolu. Finde ich auch. Finde ich auch. Also es gibt natürlich viele Kleinigkeiten. Wir hätten nur ein Looping einbauen können oder so. Klar. Aber grundsätzlich bin ich nicht unzufrieden. Gut. Dann filtern wir mal nach Gewinn. Das möchte das Spiel von uns. Und das machen wir. Wie denn? Öffne die Infoansicht und filtere nach Ergebnis Gewinn. Bin ich gerade blöd? Wir sind auf dem richtigen Filter hier und brauchen Gewinn. Hier. Alles klar. Attraktionsrentabilität haben wir schon so ein bisschen kennengelernt.
und sehen jetzt, was sehr rentabel ist und was nicht rentabel ist. Und ja, das Ding hier ist nicht rentabel. Aber das war von vornherein klar, dass es nicht rentabel ist. Okay. Die Schlange ist relativ lang. Dann können wir es ein bisschen teurer machen. Ansonsten, was ist noch nicht rentabel? Du bist ganz ekelhaft. Die Achterbahn hier muss ich erst beweisen. Riesenrad ist noch nicht rentabel. Gehen wir mal auf 8 hoch. Denn die Besucher sind zufrieden, oder? Naja, die meckern nicht über den Preis. Das ist schön, mir gefällt das sehr gut hier mit dem... mit dem hier. Wie das interagiert miteinander. Okay, 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 wir gehen weiter. Gucken sonst noch, was rentabel ist. Achterbahn, wie gesagt, müssen wir noch schauen. Ring of Fire war uns von vornherein klar. Das Ding ist rentabel, das hier sieht rentabel aus. Das ist gelb. Ja, im Großen und Ganzen sollte doch alles passen, oder? Die Warteschlange ist ziemlich lang. Machen wir dich nochmal ein bisschen teurer, auf 4. Auf 4 heben wir dich an. Okay. Medusa versteinert alle möglichen Fahrgäste. Ja, da passen halt auch nicht so viele rein. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem eher. Gut, wir haben hier unten auch alles wieder erreicht, müssen nur einmal eine positive Monatsbilanz aufweisen. Die hat jetzt ein bisschen gelitten durch den Achterbahnbau. Aber die sollte gleich auch wieder entsprechend gut sein, oder? Sollte gleich auch wieder entsprechend gut werden, glaube ich. Da brauchen wir keine Sorgen haben. Gut, wir spulen ein bisschen vor, gucken uns das ganze Treiben mal an. Und wir sehen so viele Leute im Park. Viele neue Gesichter an den Drehkreuzen. Wären sie so gut in Parcours wie ich, würden sie natürlich drüber springen. Und von der Security rausgeworfen werden. Das würden sie, Blaze. Was möchtest du mir damit sagen? Was möchtest du mir damit sagen, Blaze? 800 Besucher im Park. 400 davon vom Typ Erwachsen und nur 170 bräuchten wir. Wir sollen 2 rentable Fahrgeschäfte besitzen, wir besitzen 3. Ich glaube, wir brauchen uns nicht verstecken. Wir brauchen jetzt nur noch mal eine positive Monatsbilanz. Problematisch ist natürlich, dass wir jetzt gerade viel ausgegeben haben. Wir haben sehr viel ausgegeben für die Achterbahn. Das muss sich natürlich auch so ein bisschen rentieren. Was wir uns einmal anschauen ist... Ich liebe das. Das ist hier eine coole Stelle. Wir werden uns einmal ganz kurz anschauen, was die Leute denn über unsere Achterbahn sagen. Der Preis ist ziemlich in Ordnung, sagen viele. Hat einen Ausfall. Unter Spaß verstehen wir was anderes. Ja, okay. Okay. Utilization unausgelastet. Preis ist in Ordnung. Da machen wir 12 draus. Wenn der Preis in Ordnung ist. Wir waren total begeistert davon. Ich würde ihm auch so gerne einen Namen geben. Aber das geht noch nicht. Die Warteschlange war ziemlich lang, sehe ich jetzt nicht. Aber die müssen halt 80 Sekunden warten. Das ist vielleicht das Problem. Ja, scheint gut zu sein. Scheint gut zu sein. Die Leute mögen's. Die Leute mögen's. Okay, schön. Wir gehen wieder ein bisschen auf Vorspulen. Ich find's echt gar nicht schlecht. Für den ersten Park haben wir das gut gemacht. Aber auch nur für den ersten. Da kann man noch viel, viel mehr machen. Naja, hier haben wir wieder einen Ausfall. Das ist halt ein bisschen das Problem, aber naja, so ist es halt.
Wir brauchen jetzt nochmal eine positive Rentabilität. Wir können auch nochmal so schauen, was haben wir denn gerade noch nicht? Also, wie sieht's mit Durst aus? Hier drüben haben die Leute Durst. Wir könnten natürlich sagen, wir hauen hier drüben noch ein paar Läden hin. Hunger? Auch eher hier drüben. Toilette ist überall gut. Energie, Übelkeit, Neuphorie. Souvenirs haben wir noch nicht. Dann schauen wir mal einmal kurz, ob wir Souvenire holen können. Nein, haben wir gerade noch nicht die Möglichkeit. Aber wir könnten so einen Snackautomaten, Getränkeautomat hinstellen. Hier drüben. Hier wollen wir die Leute ja eh nicht hinlocken, aber wenn die unzufrieden sind, weil die zu wenig essen können und zu wenig trinken können, dann können wir das ja gern mal hier einpflegen. Warum denn nicht? Bisschen essen, trinken. Und wenn sie was Ordentliches haben wollen, müssen sie halt hier hinten hin. Zum Ring of Fire. Das sollte passen. Und hier sind ja auch nicht die Erwachsenen. Die Erwachsenen gehen ja eh den Weg hier hinten lang. Das heißt, wir haben die anderen, naja, Familien so mittelmäßig, aber die anderen haben wir so halbwegs befriedigt. Ich glaube, das ist gut. Hier gibt es auch tatsächlich eine große Nachfrage. Und hier gibt es auch eine Cutscene! Blaze fliegt einfach durch unsere Achterbahn durch. Was macht sie denn? Hilfe! Oh mein Gott. Jetzt wissen wir, jetzt erfahren wir, was mit dem Gebäude ist. Wow, der Park ist echt der Hammer. Das wird definitiv einer meiner 5 Lieblingsparks. Und ich war schon in 3. Naja, fast 3. Freizeitparks sind nicht so mein Ding. Aber je mehr Zeit ich mit dir verbringe, desto mehr reizt mich das Ganze. Vielleicht überzeugst du mich ja noch. Die Achterbahn müssen nur gefährlich genug sein. Das machen wir doch mit Links. Tun wir nicht. Der Park macht endlich Profit. Das sollten wir nicht aufs Spiel setzen. Das mag für Unerfahrene nicht so klingen, aber ich glaube, das war ein Kompliment. Der Park war nicht gerade ein Heizungsgeschäft in der Sahara. Das hätte jeder schaffen können. Aber ja, nicht schlecht. Und was kommt jetzt? Ein Wasserpark, in dem man sich die Becken mit Haien und Piranha teilt? Noch nicht. Das ist geplant für... mal sehen. Ja? Ah, ja. Den Sonntag nach St. Nimmerleinstag. Komm, wir haben zu tun. Glückwunsch! Maximale Bewertung erreicht. Wir haben die maximale Bewertung erreicht, ihr Lieben. Das Maximum rausgeholt. Ich bin nicht unzufrieden. Ich bin nicht unzufrieden. Und damit haben wir, glaube ich, auch alles gesehen, was wir in der Kampagne in der Closed Beta sehen können. Ich glaube, das ist alles, was wir sehen können. Wir können jetzt weiterspielen, aber wir können nicht weitergehen in der Kampagne. Das ist alles, was wir bisher sehen können. Ob sich dann Sandbox-Modus nochmal lohnt, dediziert zu spielen, weiß ich gerade gar nicht. Also es gibt hier noch so ein paar Fahrgeschäfte, die man sich anschauen könnte. Man könnte natürlich auch nochmal so ein Ding hier bauen mit Loopings und so weiter. Aber im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, schon das meiste gesehen, was wir sehen konnten. Ich gucke nochmal ganz kurz rein. Also bei Fahrgeschäften gibt es noch den ein oder anderen, was wir bauen könnten. Das strahlende Pendel. Eigentlich nur das strahlende Pendel für diesen Park. Und die bunten Ballons. Also haben wir auch schon fast alles gesehen. Bei Food. Ja, gäbe es auch noch Pizza und so weiter, aber das finden die Erwachsenen halt nicht so witzig. Mhm. Da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Und wie gesagt, ich denke mal, zum Release wird alles nochmal viel ausführlicher da sein. Das wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Mhm, mhm.
Finde ich sehr schön. Man kann hier auch einfach so eine Standardtoilette nehmen. Und die dann selber sich zurechtbauen. Mit Tür, mit allem drum und dran. Alles zusammen schustern, wie es einem selber gefällt. Das ist richtig, richtig schön. Das ist richtig, richtig schön. Auch wenn bei der Szenerie dann hier mehr Sachen freigeschaltet sind und man die vielleicht ein bisschen besser filtern kann und so weiter. Ich glaube, das Spiel hat viel, viel Potenzial. Sehr viel Potenzial. Man kann später Kredite aufnehmen, Personal einstellen. Ja, denen geht's nicht so richtig gut, die werden aber schlecht bezahlt. Das ist echt schön. Das ist echt schön gemacht alles. Muss ich wirklich sagen. Und Dendrolu geht schlafen, so ich gehe auch mal schlafen. Euch allen eine gute Nacht. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass du heute wieder einmal so lange mit dabei warst. Und Dendrolu, dass du hier die Wege gefegt hast. Also hier ist nur ein bisschen, wenn du, bevor du schlafen gehst, Dendrolu, könntest du vielleicht das hier noch wegräumen. Das wäre ganz schön. Wenn du das noch wegräumen könntest. Aber sonst darfst du gerne schlafen gehen. Dendrolu, also jetzt, wo ich das hier sehe, vielleicht könntest du das auch nochmal, also, und hier ist auch noch ein bisschen, also vielleicht fegst du nochmal durch, mein Lieber, ja? Vielleicht fegst du nochmal durch. Gute Nacht! Vielen Dank, dass wir gemeinsam reinschauen durften. Gute, gute Nacht. Aber ich würde wirklich sagen, ihr Lieben, das war ein toller, toller Ersteinblick, oder? Das war ein richtig toller Ersteinblick. Ich bin richtig verzaubert. Aber man soll ja eigentlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Deswegen würde ich sogar behaupten, lasst uns das an dieser Stelle so stehen lassen. Und wenn das Spiel dann rauskommt, dann starten wir mit der Sandbox komplett neu rein. Dann wird es auch neue Module geben. Wir können andere Themes nehmen für den Park. Dann gehen wir schön auf die Hipster rauf. Auf die kecken, freshen Hipster. Und werden den mit dem Kurkuma-Latte schön das Geld aus der Tasche rausnehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Und muss sagen, das Spiel hat bei mir einen richtig guten Eindruck hinterlassen.